die sagt, ich kann es nicht mehr weiterlesen. Hashtag Lord, Leute, komm, was soll denn das hier? Diese langweilige Kacke, Mann, Alter. Ja, beschimpfen, beschimpfen, aber zu doof, um vier Buchstaben zu schreiben, oder was? Ich glaube, ich flipp aus jetzt hier. Ich flipp aus hier. Mano, she devil, Digga. Dankeschön. She devil, also ich denke mir Mädchen vielleicht, aber Dankeschön. Ja, fühl dich gekrault. An der Haare. Hallo, Lord! Yeah, da macht er erst den Twerk, Baby. Der steht auf und sagt, you! Yeah! Von wegen. Erstens mal war das meine Seite und ja. Zweitens habe ich bloß die Kamera drehen müssen, also. Weil ich neulich, als ich meine Grafikkarte umgebaut habe und alles am Kabel gezogen habe, da hat sich die Kamera verdreht und ich war bis jetzt zu faul, die zu ändern. Okay, aber für den Gaststream muss ich es immer drehen. Aber ich dachte, bevor es los ist, war es dieser berühmt-berüchtigte Arsch, also dieser weltbekannte, also dieser Pornhub-Arsch, war es dieser Arsch, wo jeder kennt, war es dieser Arsch jetzt gerade, wer in der Kamera war? Nein, das war die Seite hier vom Ding, das ist überhaupt nicht mehr Arsch. Na, ich habe was gehört jetzt letztes Mal, was richtig, also, boah, Racher zugenommen, das stimmt übrigens auch mal. Hat er. Der Kollege, aber die gibt's ja nicht. Aber sieht gut aus mit den Haaren so nach oben und Schalt, sieht geil aus. Oder Leute? Hashtag geil oder nicht geil? Ich finde das so gut. Selbstgeschnitten. Selbstgeschnitten. Das ist egal, Bruder, aber es sieht tausendmal besser aus als dieser Wuschel, Alter. Das ist so drin. Naja, den Wuschel habe ich ja schon jetzt bestimmt halbes Jahr nicht mehr gehabt. Die Haare sind ja schon nach hinten gefallen. Ich habe die ja schon nach hinten gebunden gehabt. Max, schönes Tag. So. Es geht schon wieder los. Gleiches da. Jetzt warte doch mal so nicht. So, was ist denn los, Drache? Ich habe gehört, du bist ein. Aber ich muss sagen, du bist ruhiger als Hans. Krass, natürlich. Normalerweise, ich weiß noch von früher, wo du mal ausgeflippt bist, geschrien hast und so, du bist eiskalt und ruhig und cool, Sprüche drücken. Finde ich gut. Also ich finde es positiv. Ich spiele im Moment Monster Hunter World mit einem Kumpel. Geil, ist gut. Mit dem ich vor Jahren jetzt, also ich habe in den letzten Jahren öfter mal mit ihm gespielt wieder, aber halt relativ selten, in den letzten Jahren immer weniger. Also das Spiel meinst du, mit ihm gespielt? Allgemein mit ihm gespielt. Oder auch mit ihm gespielt? Okay, wow. Allgemein. Und Sau! Ja, auf Saugucke mit ihm gespielt. Und oh Mann, Videospiele, natürlich. Währenddessen so beide so, ja, oh Vorsicht, die Monster, warte, ich stich hier rein, möchte ich, oh. Okay, Entschuldigung. Gleich stecke ich dir was rein, du. ich habe mich früher halt immer aufgeregt in Spielen und so. Und heute war es auch wieder, also wenn ich draufgegangen bin oder so. Und heute zum Beispiel Monster Hunter gespielt, irgendein Viech für mein Endgear gesammelt. Und es hat mich zweimal gekillt und wir haben viermal gekillt und zweimal haben wir die Aufgabe versaut. Und normalerweise hätte ich mich schon beim ersten Mal Aufgabe versauen total aufgeregt und so. Gar nichts. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir haben sogar noch Blödsinn drüber gemacht. Das ist einer der wenigen positiven Aspekte der Hater. Und zwar, ich bin durch die ganzen Hater in den letzten Jahren immer mehr so im Rampage-Mode gewesen, dass ich das einfach viel nüchterner sehe mittlerweile. Mir geht es mittlerweile so. Irgendwo anders platzt das. Es platzt aber nicht mehr bei mir. Und ja, von daher. Ich denke, du hast auch eine dicke Haut mittlerweile bekommen. Also jetzt ohne. Drache jetzt halt, ne? Ja, Drache halt, Drachenpanzer, logisch. Ja, also jetzt, hallo, stopp, das ist jetzt kein Mobbing wegen dick. Hallo, da dran, also bitte. Also du hast aber. Nee, weiß doch jeder, dass du gemeint hast, ich habe die Drachenhaut. Also klar, logisch. Ja, Drachenhaut, ja. Freilich. Ja. Den Spitznamen, ich hatte ja den, habe ja schon mal, glaube ich, erzählt bei dir, ich weiß nicht, Drache war ja schon früher mein Spitzname in der Schulzeit. Das lag daran, dass ich früher auch schon ein wenig ruhiger war und so, das ist dann erst, wie ich älter wurde, wieder ein bisschen aufgekeimt hat, wie es so ist in der Jugend und so. Und bei mir ist es halt wirklich so, dass ich den Spitznamen Drache daher unter anderem habe, dass ich halt eigentlich sehr entspannt und ruhig bin, bis man einen bestimmten Punkt überschreitet. Und wenn man diesen Punkt überschreitet, dann bricht aber dafür die Hölle los. Ne? Kennt man ja beim Drachen auch im Prinzip. Wie sagt man so schön, wenn du den Drachen mit dem glühenden Speer kitzelst. Und ja, ich weiß, dass ich jetzt wahrscheinlich einen blöden Witz für die Hater gerissen habe mit dem glühenden Speer. Bing. Ah, du bist ein Triggerer, ohne Scheiß. Also ganz ehrlich, wer triggert wen? Trigger ich ihn oder triggert ihr ihn oder triggert der einfach alle? Und wir checken es nur nicht. Das ist die große Frage. Das Trigger-Game geht los. Ich muss einmal, darf ich? Das Trigger-Game geht los. Ja, okay. Die Song ist eröffnet.
Pass auf. Riesenlord. Aber der Riesenlord passt gar nicht mehr zu dir. Du bist ja gar nicht mehr so Storys am Erzählen, richtig? Leute, stopp. Ganz ehrlich, du machst doch nichts mehr damit. Ich bin im Schichtdienst. Ja, nee, morgen, ne, ich bin ja selbstständig. Ja, morgen habe ich den wichtigen Termin. Ja. Ich bin selbstständig. Ja, nein, also, nein, du weißt doch, was ich meine. Ich spiele auf das Video. Pass auf, dieses Video ist von vornherein falsch verstanden worden. Und zwar habe ich damals lediglich über eine Idee gesprochen. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe über eine Idee gesprochen. Und zwar war die Idee ursprünglich die, ich habe damals durch Zeitarbeitsfirmen in vielen verschiedenen Firmen gearbeitet. Ne? Okay. Und in manchen Firmen bin ich immer wieder gewesen. Ja? Und ich kannte dann halt auch irgendwann mal so die Chefs und so und habe mich dann auch mit den ein oder anderen Leuten halt gut unterhalten, auch mit den Kollegen und so. Und irgendwann habe ich gesagt, warum mache ich eigentlich den Weg zwischen über die Zeitarbeit? Und dann habe ich halt so die Idee gehabt, dass ich halt hergehen könnte, mich selbstständig machen könnte und dass die Firmen direkt mich anrufen anstatt die Zeitarbeit. Damit sparen die ein bisschen Kohle und ich verdiene ein bisschen mehr. Ja. Zumindest war der Grundgedanke war zumindest so. Aber das war nur eine Idee und das habe ich erzählt damals. Das habe ich aber nie umgesetzt und hatte ich auch nie vor umzusetzen. Das war nur eine Idee. Und das haben die Hater dann so aufgefasst, als würde ich das so machen. Und dann hat es hinterher geheißen Lüge und so weiter. Ja. Also, okay, weil du ja Dings gemacht hast. Weil du ja mal, also ich fand das Video schon cool, wo du dann so erzählt hattest irgendwas. Also ich fand es witzig. Es ist jetzt wirklich auch nicht, um dich jetzt zu triggern oder sowas. Es ist einfach, ich finde es witzig. Boah, Alter, du bist so ein Wichser. Ich schwöre, Hans, ich schwöre. Alter, oh, du hast du gefurzt. Der lässt gerade Gas raus. Alle runter! Holt dich nicht! Gössela! Was machst du, Bruder? Nebelmaschine. Ja, sehr gut. Da hast du ein Geburtstag geschenkt bekommen. Danke. Habe ich von Fans zum Geburtstag geschenkt bekommen. Eine Nebelmaschine? Ja. Das ist aber geil. Alter, gar keine Nebelmaschine. Haben die das Ding geschenkt? Ja, geil. Ach so, warte. Ich muss mich eingestupsen. Hier soll alles nichts, Alter. Das geht noch viel besser. Alexa, schalt das Licht im Arbeitszimmer auf rot. Alexa, schalt die Softbox auf rot. Wow. Alexa, schalt die Softbox auf rot. Alexa, du Schlampe, Softbox. Tut mir leid, ich kann kein Gerät Alexa, mit dem Namen. Alexa, schalt das Studio auf rot. Die kennt die Softbox nicht. Alexa, maximale Helligkeit. Tut mir leid, Alexa, ich kann kein Gerät. Schall das Studio auf Maximum. Tut mir leid, Alexa, schall das Studio auf Max. Tut mir leid, ich kann kein Gerät mit dem Namen Schluder Studio finden. Ich töne Lachflip gerade. Jetzt wisst ihr, wer triggert. Alexa, schall das Studio auf 100%. Tut mir leid. Wow. Welches Gift, Alter. Dankeschön, Bruder. Ich schwöre, ich liebe dich. Hör mal, was kann man gegen den Typen haben, Alter? Ich schwöre. Oh, ich hab voller Kopfschmerzen. Jetzt quält Johnny vor. Der Hammer, Mann. Ja, aber das ist schon geil. Also, ich finde das schon gut. Ja, mir schenkt sowas nie. Also keiner schenkt mir sowas. Ja. Bato Rubea, danke schön. Danke für die ganzen Facebooks. Danke. Ne, ich habe halt eine Amazon-Wunschliste gemacht für meine Zuschauer, weil sich das gewünscht wurde, dass die irgendwas bekommen von mir, wo sie mich unterstützen können, ohne Juno extra Kohle geben zu müssen. Wo sie mich halt direkt unterstützen können. Und ich habe da halt, ich habe eigentlich aus Blödsinn bloß ein paar Sachen da reingepackt. Und irgendjemand hat mir dann halt eine Nebelmaschine zum Geburtstag geschenkt. Und ja. Und das Ding hinter mir auch zum Beispiel. Ja, aber guck mal, Drache, ganz ehrlich,
ist es nicht das, was so doch das Schöne ist, was dich dann am Ende des Tages, auch wenn du so geärgert wirst, was dir dann Kraft gibt, dass Menschen wirklich gibt, die dich wirklich auch lieben. Charlie will auch eine Nebelmaschine. Ja, natürlich. Ne? Alexa, schalt das Studio auf weiß. Alexa, schalt das Licht im Arbeitszimmer aus. Alexa, schalt das Licht im Arbeitszimmer aus. Du musst Alexa, du Schlampe sagen. Vielleicht hört der so, vielleicht ist das türkische Alexa so. Hey, du Schlampe, mach das scheiß Licht aus, Alter, sonst flipp ich auf. Vielleicht ist es so. Nee, das Problem ist, du musst beim Ecosystem korrekte Befehle geben und das in einer bestimmten Geschwindigkeit. Du kannst ja den Namen sagen und dann überlegen, was du sagen willst, sondern du musst es vorher überlegen und dann sagen. Okay. Und ich komme manchmal durcheinander, weil ich habe hier das Studio, also die Softbox, die heißt aber nicht Softbox, sondern Studio. Deswegen hat sie auf Softbox nicht reagiert. Also muss ich so einstellen und ja. Ich habe eine Lampe hinten am Fernseher zum Beispiel, darauf reagiert sie halt auch nur, wenn ich sage Fernsehlampe zum Beispiel. Wobei sie darauf auf Fernseher zum Beispiel reagiert, weil es im Namen in der also dazugehört. Okay, krass. Boah, du bist ein Wichser, ich schwöre, Ernst Entertainment, Alter, ich schwöre, ich block dich, mach das ernst, du Penner. Alter, hat der mir ein Bild von dir geschickt, Dicker? Ja. Ja, muss nicht sein, dass ich das nackt sehe, dich. Also, ja. Hä? Das interessiert mich gar nicht. Ja, aber mich, Alter, ich will das nicht. Der Penner sagt, hey, guck mal Instagram. Und ich schwöre, du stehst da am Anfang so nackt, so. Genau ja. So, ich will noch nicht mehr gucken, Alter, so. In meinem Garten halt, ja. Ich schwöre, kennst du das Bild? Ja, klar, ich hab's dir selber hochgeladen. Warum lädst du sowas hoch, Alter? Bist du irre? Warum lädst du das so? Pass auf, ich gehe in die Sauna, ich gehe FKK baden, und so weiter. Warum interessiert es mich dann? Die Hater haben solche Bilder von mir schon mal hochgeladen, ohne dass ich es wollte. Und damit haben sie mich versucht zu triggern. Und weil ich denen zeige, dass es mir am Arsch vorbeigeht, ja. Da geht glatt die Hose auf. Nein, das Problem ist, mir hat jemand über Instagram geschrieben, mach mal deine Hose zu. Aber ich hab die Hose offen, Alter. Ich denk grad so, hä? Okay, dankeschön. Bitte gehen raus. Tienchen, ich hoffe, es war gut. Komm, lüg doch nicht, Alter. Hast die Hose extra aufgemacht. Als du das Bild gesehen hast, konntest du gar nicht anders. Da musstest du die Hose aufmachen. Kann man bitte wieder mal seriös werden hier. Hey, du hast mit dem Zeug angefangen. Die Netze werden ja immer langweiliger hier. Du hast damit angefangen, Alter, ja? Du. Ja, immer. Die Läppchen sage immer du. Ja, man fängt mich nicht an. So, ich. Nein, okay, war Spaß. So, das war das... Absturz. Also ich muss sagen, also Hans, die Frage ist immer noch, warum hast du diese Bilder? Schaust du diese Bilder an und warum postest du diese Bilder auch noch anderen? Oh mein Das Gott. Ist doch die Frage. Du schaust sie dir doch an. Ich interessiere mich nur für die Sachen, die ich auch anschaue. Und ich schaue nicht die Sachen an, die mich nicht interessieren. Aber offensichtlich, entweder schaust du Sachen an, die dich nicht interessieren, oder aber, und davon gehe ich aus, dich machen die Sachen geil. Oh, aber warte mal, oh, boah, jetzt müssen wir das war jetzt, Lü, das ist keine Lüge, du hast doch die Bilder offensichtlich gesehen, du hast auch die Videos offensichtlich gesehen und du schickst auch noch Johnny die Bilder, das ist kein Lü, das ist die Tatsache, ja, also, boah, also verdrehe ich mal nicht alles. Ah, boah, warte mal ganz kurz, da ist es, ich brauch unbedingt das Ding hier, warte. Ich kotze wirklich, ja, warum schaust du es dir dann an, wenn du kotzen musst davon? Warte mal. Übrigens, da muss ich dem Lord recht geben, sage ich. Also Leute, alle, die dem Lord recht geben, eins. Alle, die Hand sagen, nee, das ist Quatsch, zwei. Alle, eins für Lord und zwei für Hand. Jetzt bin ich gespannt. Ich finde keiner geil, das stimmt nicht. Es gibt bestimmt auch Leute, die den Lord richtig geil finden. Warte mal, ich kann das doch mit dem Handy auch machen. Brauche jetzt nicht am Computer machen. Warte mal. Ja. Ja, Leute, ganz kurz, ich weiß, dass ihr hatet, ne? Aber was ist denn, was ist jetzt schwierig? Eins oder zwei? Schreibt eine 88. Haben wir noch welche 8 wenigstens geschrieben, hätte es okay, aber 88. Ich schaue ja. Instagram an, wenn du mir noch was geschickt hast, löscht das. Ich meine, das eigentlich blockiere dich. Ich will sowas nicht sehen. Ich will auch nicht sehen, wie Drache es sich da selber macht. Will ich auch nicht. Du Schwein, du Ferkel, du. Du Spanferkel. Lord.
Hier. Hans. Irgendwann, ne? Kommt's da dazu. Und ich sag dir, ne? Fatality. Aber meiner gegen dich. Nicht andersrum. Boah. Nebel- und Lichteffekt, schreibt einer. Ja, klar, warum nicht? Lichteffekt kannst du haben. Achso, scheiße, Nebelmaschine ist aus. Ich hab das jetzt nicht ganz verstanden. Pass auf, ganz kurz. Drache. Pass auf, ja. Ich hab das nicht gecheckt. Pass auf, das ist Mortal Kombat gewesen. Achso, ja. Stimmt. Klar, hier. Mortal Kombat. Ja. Ich spreche mit dem Handy übrigens. Ich bin Mortal Kombat Fan seit, oh, ich weiß gar nicht, seit ich es das erste Mal gesehen habe, mit, ich glaube, 10 oder so. Oder 9. So, ich habe eine Frage an dich, Drache. Ich habe es leider nicht aufnehmen können. Aber ich habe es bei mir gespeichert. Ich habe in den letzten Tagen habe ich mit jemandem gesprochen und der hat nicht über dich gut geredet. Und dieser Mensch hat gesagt, dass du ein Feigling bist. Und ich habe gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Und hat gesagt, ich fordere den Drachenlord auf zu einem Boxkampf. Ja, schon klar. Habe ich schon mehr als einen Gericht. Hans Entertainment fordert dich auf in einen Boxkampf. Und jetzt pass auf, Drache. Also, vergesst nur eins, ich bin kein Boxer. Stopp, ganz kurz. Ich würde mich bereit erklären, das zu organisieren. Und zwar aber auch wirklich, vernünftig zu organisieren, wo es um Boxen geht. Ja, und zwar mit Kampfrichtern, mit allem drum und dran. Die Einnahmen, die übrigens reinkommen, hört genau her, die Hälfte von den Einnahmen würde ich, also nach Abzug der Kosten natürlich, so, die Hälfte der Einnahmen würde ich an die Krebshilfe, also Krebshilfe, Krebskinder und so weiter, so irgendeine Organisation spenden. Und die andere Hälfte würde ich sagen, teilst du dir mit dem Hans. Das ist mein Deal. Drache, hör das genau. Das Problem ist, dass du das gerade echt schwer für mich machst. Weil ich habe absolut kein Interesse zu boxen. Nicht weil ich Angst oder sowas habe, sondern einfach weil ich es nicht ausstehen kann. Und noch dazu bin ich kein Boxer. Ich habe ein paar Jahre Kampfsport gemacht, in meiner Schulzeit wohlgemerkt. Also schon ein paar Jährchen her. Aber du machst es echt schwer gerade für mich, weil die Sache mit der Krebshilfe finde ich extrem gut. Auf der anderen Seite, wie gesagt, nee, ich möchte das nicht. Ich habe, erstens mal finde ich, ist das keine, es gibt ja in die USA, gab es das ja, mit Logan Paul und ich weiß gar nicht, wie der andere geheißen hat. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich bin kein Boxer. Ich habe ein paar Jahre Kampfsport gemacht, verschiedene Sachen, aber ich mache sowas nicht. Erstens mal finde ich das nicht korrekt, die Probleme mit Gewalt zu lösen. Ich löse generell meine Probleme nur mit Gewalt, wenn ich keine Auswege sehe. Und ich habe mit Hans nie ein Problem gehabt. Ich habe keine Ahnung, warum der mich so nicht ausstehen kann. Er sagt, ich bin fett, ich bin hässlich, ich bin dumm, was weiß ich. Von mir aus, dann bin ich all das. Aber ich bin kein Feigling. Und wenn er mich als Feigling sieht, nur weil ich keine Lust habe auf sowas wie Gewalt, dann herzlichen Glückwunsch, bin ich ein Feigling. Kann ich mitleben. Sehr gut, übrigens sehr reife Antwort. Jetzt muss ich das Ganze relativieren. Das war jetzt natürlich ein bisschen Showbusiness. Er hat nicht gesagt, du bist ein Feigling. Das haben Leute gesagt. Fakt ist, er sagt, ich nehme es auf mit ihm, ist mir egal, ja, so und so. Es geht nicht darum, dass es ein MMA-Fight wird. Dafür sind wir beide nicht qualifiziert, mal abgesehen davon. Wenn man sich prügelt, also MMA oder Käfigkämpfe sind qualifiziert, muss man nicht, man muss sich prügeln, Punkt. Es geht darum, prügeln. Aber dafür ist wahrscheinlich jeder qualifiziert genug. Aber es geht ja hier nicht darum,
Es geht nicht darum, dass man den anderen umbringen soll oder den anderen töten, sondern es geht um einen Boxkampf. Punkt. Und ihr werdet natürlich die Zeit bekommen zum Trainieren. Ihr werdet auch natürlich einen Coach bekommen, jeweils, der mit euch trainiert und euch das Ganze zeigt. Also, ja, es geht darum, Boxen. Nee, nicht Turmspringen. Turmspringen, das Problem ist, da fliegt das Wasser bei beiden an. Wenn der einmal in das Wasser aufkommt... Da brauchst du bloß eine Arschbombe machen, da ist kein Wasser mehr im Becken. Und da reicht einer von uns beiden, egal welcher. Vorbei, also. Genau, ich wollte gerade sagen. Turmspringen geht bei den beiden nicht. So. Ich würde sagen, ja Leute, ganz kurz, tut mir einen Gefallen. Sachen wie Schlag den Raab und so, das ist alles eine tolle Sache, aber es geht da um viel mehr. Ich bin in diesem organisatorischen Bereich, ich habe da die Dinger nicht. Ich würde wirklich einen Boxkampf sagen, weil du bist doch Kampfsportler, oder nicht? Du kannst doch Boxen. Ich habe mal Kampfsport gemacht. Ja, das war in der Schulzeit. Das war aber auch nie irgendwie in einem Verein oder so. Ich habe ein paar Leute gekannt, die im Verein waren und mit denen habe ich halt ein bisschen was gemacht. Die haben mir was gezeigt und haben dafür halt jemanden gehabt, mit dem sie mich trainieren konnten. Im Gegenzug habe ich ein bisschen was gelernt. Und das waren halt 6 Jahre oder 7 Jahre lang. Ich habe ja keinen richtigen Verein gemacht. Das habe ich zwar zwischenzeitlich, glaube ich, irgendwann auch mal irgendwo gesagt, weil mir einer tierisch auf die Nüsse gegangen ist und Blödsinn erzählt hat, obwohl es überhaupt nicht gestimmt hat. Weil ich auch, wenn ich das mitgemacht habe, habe ich ein bisschen Ahnung davon, weil ich eben viele Kumpels darin hatte und auch ein paar Leute in der Verwandtschaft. Aber das ist Jahre her. Also das war in der Schulzeit. Das war, oh Gott, da war ich 16, 15, 16, 17, 18, mit 19 ungefähr hat sich dann der Kontakt auch langsam, was ich erledigt gehabt, als ich dann aus der Schule gekommen war, Auto gehabt habe, Führerschein gehabt habe, als ich dann den Kontakt auch erledigt sind und ein paar Leuten, ein paar habe ich heute noch Kontakt, aber die machen heute auch keinen Kampfsport mehr. Das war in der Schulzeit ein bisschen. Und abgesehen davon, dass ich natürlich, du hast ja neulich mal selber gesagt, dass ich bei dir im Stream mal gewaltig auseinandergegangen bin, auch in den letzten 2, 3 Jahren. Wie gesagt, ich finde, damals wie heute, ich hab damals in der Schulzeit den Kampfsport ein bisschen deswegen lernen wollen und auch machen wollen, weil ich halt mich verteidigen wollte gegen die Leute, die mir auf den Sack gegangen sind. Ich bin ja schon in der Schulzeit gemobbt worden. So. Aber ich habe es auch da nicht gemacht, weil ich Gewalt nicht ausstehen kann. Gewalt ist für mich wirklich nur, ich wollte mich verteidigen können, wenn jemand auf mich losgeht, das kann ich oder konnte ich mal, kann ich vermutlich immer noch, gewisserweise, vielleicht nicht mehr so gut wie früher. Aber das konnte ich mal und das kann ich jetzt, was weiß ich, nicht mehr oder was auch immer. Und ich habe aber keine Trainer und so. Würde ich sofort annehmen, einfach dafür, dass ich abnehme. Auch. Aber Boxfall oder sowas, nein. Nein, okay, definitiv Leute, nein. Hand aufs Herz, Leute, pass auf, ganz kurz, stopp. Was haltet ihr davon? Ich meine, guck mal, aber gegen Hans antreten in einem Wettkampf, also nicht wo ihr kämpft, sondern generell, wir können ja auch zum Beispiel Quiz, Wettessen oder irgendwie sowas wie Schlag den Lachflatz. Wettessen, der war geil. Zum Beispiel. Ich kann kaum so viel, ich kann ja da mal halb so viel essen wie ein Kumpel von mir, der nur ein Strich in der Landschaft ist. Also da hab ich schon verloren. Da kann ich schon ein Puffet aufgeben. Okay, ja, aber der Hans ist ja auch seit Tagen nichts mehr oder seit Wochen. So, aber was hältst du davon? Jetzt generell wenig, meine ich damit. Ja, pass auf, was hältst du davon, wenn ihr aber eine Challenge macht, wo ihr beide auch gegeneinander antretet? Prinzipiell Interesse an sowas? Wenn wir da für einen guten Zweck was rauskriegen, auf jeden Fall, ja. Pass auf, und genau das wollte ich sagen. Und dann gehen wir hin und sagen, weißt du was? Das erste Ding machen wir wirklich mal für einen guten Zweck. Okay? Für wirklich einen guten Zweck, Leute. Wo alle, die hier sind, wo Blödsinn gemacht haben, wo wir alle die Community haben, alles, was gespendet wird für das Event, Eintrittskarten, falls wir in so eine Richtung gehen sollten, alles werden wir komplett einer Krebsstiftung, irgendwas mit Kindern oder sowas oder irgendwie... Es gibt ja viele Sachen, wo man hinspenden kann, dass wir ein Ding aussuchen und das dahin spenden. Was haltet ihr von der Idee? Leute, Idee gut oder nicht gut? Aber jetzt wirklich alle Hater auch angesprochen. Findet ihr das gut oder nicht? 200 Kilo, ich esse kaum was. Bei mir liegt es wirklich daran, dass ich zu wenig Bewegung habe seit ein paar Jahren. Vor allem jetzt in den letzten 2 Jahren, weil ich auch kein Auto mehr habe und los weg war. Und daran, dass ich zu viel falsches Zeug esse. Dieser Scheiß hier ist mein Problem. Und nicht, dass ich viel esse. Bei mir ist es dieser scheiß Süßkram, den ich einfach die ganze Zeit nebenbei fresse. Gut, gut. Guck mal, ganz kurz. Guck mal, es gibt ein viel...
Leute, ich sag euch mal was. Ihr beiden seid ja auch irgendwo gemobbt und so. Wir können ja auch so eine Mobbing-Geschichte hingehen, Mobbing-Stiftung oder so. Wir überlegen noch wo. Also ich bin für Krebs, ganz ehrlich, sogar zu haben. Mein Vater ist ja an Krebs gestorben, zum Beispiel. Ja, perfekt. Ja, Krebs, Mobbing, wir gucken. Es wird wahrscheinlich auch, mal gucken, ob da überhaupt so viele Einnahmen reinkommen. Wir müssen auch überlegen, was. Wenn wir es live machen, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hingehen, dass wir es live machen, Leute. Live, Show. Und wir machen so Schlag den Lachflat nur mit euch beiden. Wir machen dann Duell der Giganten irgendwie so. Duell der was weiß ich, keine Ahnung. Namen werden wir auch schon finden. Und dann, wenn es zum Beispiel hier ist oder so, wenn es kein Aufwand ist, großartig. Fight-Name ist dann aber bei mir Giant Dragon. Oder Dragon der Giant. Dann gehen wir hin und spenden alles weg. Weil ich glaube, den einen Tag, den ihr da rein investiert, ist gut. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, ein Riesen-Event machen, dann gehen wir hin und geben euch, was weiß ich, 10% Gage. Irgendwie, dass ihr auch was davon habt. Ganz ehrlich, wenn das Ganze, kann ich gleich im Vorfeld sagen, wenn das wirklich für gute Zwecke dann so weit rausgeht, dann will ich lediglich das, was ich an Reisekosten und Übernachtungskosten, falls nötig ist, anfallen habe. Und den Rest kann man gerne mitspenden von meinem Anteil. Da habe ich kein Problem damit. Ich denke, Hans wird da auch gar nichts sagen. Ansonsten hätten die beiden 10% bekommen jeweils, dass ihr ein bisschen was davon habt, ein bisschen auf Seite. Alles klar, pass auf. Hier, was haltet ihr wirklich von, aber so, Leute, so ein Event wie Schlag den Lachfleck irgendwo mit Räumlichkeiten und so, ich habe schon Kontakte, aber wir werden für Schlag den Lachfleck, also für so eine Show, werden wir nicht... Leute, wir werden nicht genug Zuschauer bekommen. Wir werden nicht genug Zuschauer haben, die vor Ort ein Ticket kaufen. Es gibt mit Sicherheit viele, die wollen, dass ich einen auf die Schnauze kriege. Also nein, es geht nicht um Schnauze. Nein, es geht um ein Duell, wo ihr nicht kämpfen tut, sondern kämpfen tut. Alles klar, Deutsch. Hallo, mein Deutschlehrer. Kann man meinen Deutschlehrer bitte einmal kontaktieren? Ja, danke. So. Also, wo ihr nicht kämpfen sollt, sondern es geht einfach um ein Spiel, wo ihr gegeneinander antretet. Da geht es aber auch nicht, Hans, das meine ich auch ernst, es geht da nicht darum, dass ihr euch da beeft oder irgendwelche, will ich nicht sowas haben. Also ich bin, nochmal, für sowas stehe ich auch nicht hinter sowas. So, da muss man den Bekanntheitsgrad, ja, Leute, ihr habt so einen Bekanntheitsgrad, ihr würdet so viel zusammenbekommen und eure negative Scheißaktion jedes Mal mit eurer Schimpferei von früher oder die Leute zu beleidigen oder was auch immer, wo ihr auch hingetriggert worden seid, ich weiß. Könnte man zum Beispiel auch wieder mein positives Licht rücken. Ich finde das eigentlich mega geil. Ich würde das versuchen, perfekt zu koordinieren. Mit Hilfe von dem einen oder anderen hier aus den Streams, die einfach vielleicht auch Kontakte haben. Ich würde vielleicht sogar das Fernsehen irgendwo involvieren. Ich habe da auch vielleicht ein, zwei Kontakte, wo wir wirklich ein Riesending aufbauen und wo wir wirklich mal Kindern helfen können und wo dieser ganze Dreck und Rotz aus Internet mal was in was Positives geht. Oder? Also ich bin, wie gesagt, wenn es nicht irgendwie um Schlägerei oder sowas in dem Sinn, also ob jetzt Boxen, gehört für mich auch zu Schlägereien, auch wenn es so offiziell, was weiß ich. Hey, wenn es sowas nicht ist, habe ich eigentlich kein Problem damit. Man müsste es halt absprechen und alles und dann auch schauen, wie man es macht. Man müsste natürlich auch beide Parteien einverstanden sein, also auch Hans müsste ja dann dabei sein, wie auch immer. Und ja, ich sehe damit an sich kein Problem. Dazu aber auch, hast du noch Skype? Weil du hast mich, glaube ich, noch im Skype. Dann würde ich dich mal in Skype anschreiben und dir meinen Discord und alles geben. Oder auch meine Handynummer, dann kann man das auch mal leichter koordinieren. Ja, ja, das machen wir. Dann braucht man es anfangs nicht auch zwangsläufig im Internet machen. Also ja, also ich glaube, es ist, wisst ihr, worum es geht, Leute? Schachboxen. Wisst ihr, worum es geht? Wir nehmen gleich Hans nochmal rein, dann kann er was sagen. Wenn er es nicht umsonst macht oder wenn er es nicht spenden will, dann hat sich die Sache für Hans auch erledigt. Was soll denn das? Also hier geht's nicht um die eigenen Taschen voll zu machen. Ihr könnt, ihr habt dadurch übrigens Ehre, die Leute halten euch das gut. Ja, ich bin sowieso außen vor, ich organisiere das mit euch zusammen, Ende aus Mickey Mouse. Es geht da um euch, es wird da halt Gas gegeben. Und es wird was Positives entstehen, da bin ich total überzeugt von. Okay? Also ich verdiene genug, ich brauche nicht meine eigenen Taschen damit voll machen. Gut, das ist auch okay. Also ich weiß nicht, ihr verdient natürlich einiges, aber Leute, ja, Jungs, guck mal, ich hab die letzte Mal auch schon gesagt, ihr müsst nicht immer einen tun, wer ihr seid. Nee, das habe ich damit auch nicht gemeint. Sondern seid einfach mal ihr selbst, ihr seid ja schon was.
Versteht ihr? Manchmal macht man sich einfach viel besser und sagt sich, ja, und so. Müsst ihr nicht. Ihr müsst das nicht. Ich weiß, dass es so ich hab ist. Mich da, ich habe mich damit nicht besser machen wollen. Ich wollte damit nur sagen, für mich ist es kein Problem, sowas zu machen. Ich mache ja schon privat auch ein bisschen so wohltätiges Zeug. Das sage ich auch zum Beispiel kaum jemand. Das weiß auch kaum jemand. Ein paar Leute habe ich es schon mal gesagt, die glauben mir, es ist mir auch egal. Es geht nicht darum, da geht es nicht darum, um meinen Ruf zu verbessern für mich, was ich da privat mache, sondern es geht mir darum, dass halt Leuten geholfen wird, denen es schlechter geht. Und das habe ich damit lediglich sagen wollen. Also, wie gesagt. Ja, perfekt. Ich finde das gut. Ja, ich finde das gut. Ich würde mir was einfallen lassen. Also ganz kurz, Leute, alle Leute, ich meine das jetzt bitte, ich habe keine Zeit für irgendwelche Kindergartengeschichten. Meine Nummer kriegt ihr eh nicht von mir und so weiter und so fort. Wer mir helfen will, wer wirklich sagt, ich finde diese Idee gut, wer Kontakte hat oder sagt, ich kenne vielleicht einen Produzenten oder das oder die, bitte schreibt mich auf Instagram an. Scheiße, dort Lachflat. Ja, einfach anschreiben, Bro, ich würde dir gerne helfen dabei. Ja, dann lade ich euch vielleicht auf den Discord ein, so wie der Drache schon gesagt hat, wo man dann vielleicht gemeinsam ein paar Sachen besprechen kann. Organisatorisch, denke ich mir, bin ich ein bisschen auf der Höhe. Ich denke, ich kenne auch den einen oder anderen. Ich kenne auch vielleicht den einen oder anderen, der mitkommen würde, der bei dem Event, falls es ein Event wird, der auch vor Ort hinkommen würde für einen wohltätigen Zweck. Ja, weiß ich, denke ich. So. So, Kalidri, Hans, du bist geldgierig, pfui. Oh mein Gott, Hans macht wieder total Katastrophe, Alter. Ey, Hans, tu mir einen Gefallen, mach mal bitte wieder das Gehirn an, wenn es geht. Ist da was vorhanden, was man anmachen kann? Weiß ich nicht, also ich denke schon, ich habe ja schon mit ihm geredet. Eigentlich ist der wirklich ein Lieber. Also manchmal geht der einfach überzieht. Wieso muss man. Ja, ich verstehe halt bis heute nicht, was da zwischen uns vorgefallen ist. Wie ich schon gesagt habe, das ist für mich. Irgendwie, aber vielleicht liegt es bei mir halt wirklich auch daran, dass ich mich nur damit beschäftige. Wenn mir jemand auf die Nüsse geht, naja, dann soll er das tun. Ich beschäftige mich aber nicht lange damit. Auch den ganzen Hate. Ich meine, klar, hier und da liest man freilich mal irgendwas. Aber Otto, auch, gelbe Karte, ah, Bruder. Hier, geh mir nicht auf die Eier, Digga. Gelbe Karte, bei Rot bist du raus. So. Aber auch da achte ich nicht auf lange Sicht drauf, weil mich das nicht, einfach nicht interessiert. Ich verfolge das nie. Weil keine Links bitte rein, keine Links rein. Gelbe Karte, fliegt der sofort raus. So, ja, Lachlet, er ist ein Lieber und jetzt denkt mal darüber nach, Rainer ist ein schlechter Mensch. Nein, das ist, nee, ist er nicht, Leute. Leute, nochmal. Wie lange kennst du mich denn persönlich? Also, ich meinte jetzt die Person, die das geschrieben hat. Das würde mich nämlich mal interessieren, weil ihr wisst doch von mir privat gar nichts. Ich habe es vorhin nochmal in den Chat geschrieben, bevor ich Gast war. Ich mache 7 Jahre YouTube. Ich bin 29. Die Mehrheit, die längere Zeit meines Lebens, habe ich nicht auf YouTube oder im Internet verbracht. Was genau wisst ihr also von mir? Aus meinem Leben vor YouTube wisst ihr vielleicht ein paar Bruchteile, von denen ich anfangs entweder so dumm war, es zu erzählen, oder bei denen ich so freimütig war, es euch zu erzählen. Ansonsten wisst ihr über mein Leben gar nichts. So. ja, scheiß drauf, 22 Jahre. Es kommt. Bitte lass mich beide gegen gleichzeitig kämpfen. Was? Bitte lass mich gegen beide gleichzeitig kämpfen. Hat uns einer geschrieben. Ja. Nein. Okay, Leute, ganz kurz, aus einer Box-Idee, wo ich eigentlich das Witzige daran fand, also ich habe halt da so, ich könnte da halt viele Sachen besorgen, so, da habe ich direkte Zugänge, so. Aber jetzt so ein Event, so Hallen und Tralala und Himmel, Leute, das ist mega, pass auf, das Räumlichkeiten und so, es ist mega mit Kosten verbunden. Und bei dieser Aktion ist der Einzige, der in Vorkasse geht, wahrscheinlich der ich, so wie ich es kenne. Ja, alle haben ja Zeit. So, und ich weiß nicht, also es ist für einen wohltätigen Zweck. Es ist wenn wirklich für einen wohltätigen Zweck, weil das sollte einfach im Vordergrund stehen. So, ich will einfach nur das Geld, was ich investiere, raus haben. Mehr will ich eigentlich nicht. Und dann den Rest spenden. Ich finde das nicht schlecht. Ich finde das gut. Ja, ist bei mir, wie gesagt, dasselbe. Ich will das, was ich halt investiere, im Sinne von hinfahren, vielleicht Übernachtung, wenn das nötig ist. Und mehr brauche ich halt nicht, weißt du? Finde ich gut. Also für dich werden auch wahrscheinlich viel, viel mehr Leute kommen als für Hans. Gehe ich von aus? Ich hoffe, keine Ahnung. Ich weiß über Hans nichts. Ja. Ja, Hans aber hat auch schon, den kennt man schon. Also Hans kennt man eher als dich draußen. Obwohl man dich mittlerweile auch schon gut kennt, also davon abgesehen. Also ich war schon in der Bildzeitung. Ja, Bro, der ist, nein, pass auf,
der hat nochmal 20 Millionen Views, den kennt man draußen. Der war in der Bild, der war im Fernsehen öfter und so weiter, der ist auf Malle bekannt, bla bla bla. Aber. Malle weiß ich nicht, aber ich bin auch schon im Fernsehen alles gewesen. Ja, glaube ich. Nein, du bist auch bekannt. Nochmal, er ist aber nochmal so ein Ticket obendrauf. Wenn ältere Leute, Hans Entertainment, ja, da kennen sie, ah ja, Hans. So, aber bei mir so bei älteren, also in der Internetwelt, glaube ich, bist du sogar bekannt, würde ich sagen. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß über Hans nichts. Ich kenne ihn nur von hier, von Juno. Also, ich habe auch nichts von YouTube oder so jemals gesehen von ihm. Deswegen weiß ich auch nicht, warum er was gegen mich hat. Der Drache zieht dich in den Ruin. Leute, nochmal ganz kurz. Wer sagt, Kindern zu helfen oder mal so eine Stiftung oder was auch immer, so ein Dings zu spenden oder so, dass man dann in den Ruin gezogen wird, weiß ich nicht. Also wenn hier ein Hater weiter hatet bei dem Topic, dann muss er wirklich ein Hurensohn sein. Wenn es um krebskranke Kinder geht, dann muss er wirklich, seine Mutter muss ja wirklich dann irgendwo wirklich Scheiße gebaut haben. Aber sorry, also so wenig kein Mensch haben. Mir ist jetzt auch gerade wieder was eingefallen. Eine ehemalige Schulkameradin von mir hat auch gemeint, dass sie da jemanden hat, also ein Kind hat. Was jetzt gerade, bis jetzt gerade habe ich nur an Krebskranke gedacht oder krebskranke Kinder. Das ist schon echt mies. Also, ich habe jetzt hier Lachflat. Wie wäre es mit Crowdfunding? Man holt sich Angebote rein und stellt Crowdfunding ein. Wie viel benötigt man? Leute, eine der Ideen. Man kann in Kartenvorverkauf gehen, man kann mit Hallen sprechen und sagen, pass auf, Räumlichkeiten, man kann sagen, okay, wenn das und das an Absatz schon mal da ist, wenn so viel Umsatz, sag ich mal, gefallen ist, dann können wir anfangen, das Projekt ganz zu planen. Man kann auf Spendenseiten was machen, wobei ich wirklich, wirklich Angst habe, dass es unter euch Leute gibt, die das Ganze so ein bisschen wirklich ins Miese bringen. Und zwar mit irgendwelchen Betrugsgeschichten, Kreditkartenbetrug, tralala hin und her. Und dann bin ich derjenige, der geschröpft ist. Kein Problem, Leute, ich sag euch was. Isst du über meinen Rücken? Machst du irgendwas über meinen Rücken und hast du dadurch da irgendwas Negatives oder was Positives für dich, wirst du es eh 1 Million Mal schlimmer zurückbekommen von Gott. Ich glaube an Gott. So, das ist ja Fakt. Der ein oder andere fragt sich irgendwann so, oh Gott, ja, da ist jetzt das passiert. Nur durch solche Aktionen. Wir reden hier von einem Event, wo ich einfach Bock drauf habe. Ich habe genug zu tun. Ich muss das nicht machen. Wir können ja auch erstmal sagen, weißt du was? Wir machen es am kleinen Dienstweg. Wir machen es über Internet. Wir machen es über Juno als Beispiel. Ja, wo wir dann wirklich sagen, okay, ich binde euch ein in so eine Gruppe, ja, sag ich mal, auf Skype, dann tretet ihr gegeneinander ein. Ja, ich habe zum Beispiel Chance, ich habe eine Folge Schlag den Lachflat, habe ich komplett fertig, habe ich nie nachher gemacht, die ist komplett fertig, die ist hochprofessionell vorbereitet. Und dann trittst du letztendlich gegen Hans an. So, ich rede mit Juno, dass die Einnahmen zu 100% ausgeschüttet werden, ja, und das wirklich, als ob man, dass auch jemand von der Partnerbetreuung da ist und nicht, wie es hier schon gelaufen ist, wo ich selber Geld bezahlt habe und bis heute nicht weiß, ob der bekannte Mensch das gespendet hat. So, so können wir es machen vielleicht. Der erste Schritt, alle Einnahmen, es wird kleines Geld sein, aber wenig Arbeit. Was haltet ihr davon, Leute? Nein, glaube ich nicht. Das war sehr authentisch, was er gesagt hat, meiner Meinung nach. Also, das ist so eine Juno-Event. Was sind denn Eierfliegen? Was? Was sind denn Eierfliegen? Eierfliegen. Drache kommt zu 100% nicht, sogar im Internet nicht. XD, der hat jetzt schon Eierfliegen. Hä? Noch nie gehört, Alter. Was sind denn Eierfliegen? Meinst du vielleicht Muffensausen? Oder Arschwasse? Bin eh nichts. Als Talentshow ist es eine gute Idee. Als Testshow, ja, Adi, darum geht's. Darum geht's mir. Da siehst du auch, wie viele Leute bereit sind und so, wie viele Leute. Weißt du, ich würde das machen über zum Beispiel über, ich glaube, Leech oder sowas. Da hast du eine Seite, da kannst du was einrichten, kannst sagen, so Leute, ihr spendet mir, wir haben ein Projekt, bla bla bla. Dann hast du Leute, die spenden. Problem ist, oder Lichi heißt das, Problem ist, ein Kreditkartenbetrüger, der übrigens auch bei mir im Discord war, hat mit mir geredet und hat mir gesagt, Bro, du bist so ein korrekter Junge und ganz Juno kriecht mir in den Arsch, dass ich das mit denen machen soll. Weißt du was? Mach dir ein Konto bei Lichi oder was er mir da gesagt hat.
ich werde dir Geld dahin spenden und du hast eh Reichweite, da werden noch andere Leute spenden und das Geld, was du bekommst, ich gönne dir was vom Herzen. Das hat er gesagt, wortwörtlich. Und zwar der größte Kreditkartenbetrüger, der hier rund war. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Versteht ihr? Und da habe ich nämlich das Problem, du kannst nämlich da, das Problem ist, ey, wenn der Kreditkartenbetrüger nachher da reinhaut, nachher komme ich dann nachher noch in einen Prozess oder sowas. Habe ich gar keinen Bock auf sowas. Deswegen. Hatten wir ja bei mir schon, ne? Den, wie hat er geheißen? Basegod. Der war ja so ein Kreditkartenbetrüger. Der ist ja sogar hinter Gitter gelandet. Das ist der, wo zu mir die Feuerwehreinsätze geschickt hat und so weiter. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, der hat mir das angeboten. Kreditkartenbetrug hast du auch auf Luna Bro. Keine Ahnung, Adi, ich bin da nicht im Geschehen. Aber ich weiß, dass dieser Typ, ich habe mit ihm sehr, sehr lange geredet. Ich habe ihn auch versucht, ins vernünftige Weg zu kriegen. Er hat mir eiskalt Namen genannt. Er hat mir Chatverläufe gezeigt von Partnern. Darum sage ich, Leute, wenn ich auspacken würde, würden schon ein paar längst weg sein. Interessiert mich nicht. Mach ich, ist nicht mein Ding. Der hat es mir erzählt, bleibt bei mir, interessiert mich. Über das richte ich nicht. Ich habe ihm nur gesagt, Bruder, mach das nicht, bla 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 bla. Er hat gesagt, bei dir fällt das nicht auf, du hast viele Einnahmen. Das war noch, Digga, das war vor 3 Jahren oder so, oder vor 2,5 Jahren, keine Ahnung. Da habe ich ihm noch gesagt, bitte nicht. Sag ich, sowieso für mich nicht, mach die Seite nicht, die will ich nicht. Ja, und so weiter. Ich weiß nicht, ich habe auch bei dir mitbekommen. Oh, mein Rendern ist fertig. Wow. Nice. Ja, ich habe 4 Stunden... Fast 4 Stunden Jurassic World gestern aufgenommen. Ich habe jetzt eine neue Grafikkarte. Kann jetzt Darksiders erst rausgekommen, letztes Jahr. Darksiders in höchster Einstellung spielen und aufnehmen. Saugeil. Boah, das ist natürlich heftig. Ist so, übrigens Leute, eh ein geiles Spiel. Kann ich nur empfehlen. So. Also auch die 1 oder 2er. Jungs, nur noch hochladen. So, juckt kein Rainer, bleibt doch mal beim Team. So, jetzt lass mal über das Thema reden. So, Alexa. Lass uns mal bitte das Thema reden. Leute, wir haben einfach das Problem, dass es gefährlich sein kann, finanziell. Darum werden wir eine Testshow. Was haltet ihr von der Testshow? Hast du da Bock drauf, Drache? Ich habe aber kein Bo- Alter, die werden meinen Kopf ficken, die Typen. Mir ist ja auch erst was vor kurzem passiert, ne? Habe ich wieder jemanden gehabt hier auf Juno, den ich unterstützt habe wegen der Challenge. Und der hat mich dann einfach random geblockt. Ich habe ihn die ganze Zeit gewarnt mit den Hatern und so, dass es gefährlich sein kann. Ich meine, du weißt es, dir brauche ich es nicht sagen. Sage ich trotzdem nochmal. Dass es gefährlich sein kann und Probleme geben kann. Und der ist dann hergegangen und hat mich einfach geblockt, nachdem der die Challenge gewonnen hat. Irgendwie ungeil. Helfen sollst du niemanden einladen, gegen den wegen Jugendschutzverstößen ermittelt wird. Also, Anon Soldat, also ich meine, das ist jetzt eine Aussage, die das gilt. Also ich glaube, es ist eine geile Idee, wenn man das Ganze ein bisschen promotet, wenn ein Drache das bei sich promotet. Wir werden natürlich auf dieser Plattform viele Asoziale natürlich auch haben, die ihm das den Tod wünschen. Aber unterm Strich, wenn wir eine gute Tat gemacht haben, weiß ich nicht, was daran schlimm sein soll. Ich weiß, dass der eine oder andere... Wow. Es ist noch wenig hier. Leute, ich sag euch mal was zu Spendenstream. Hört mir bitte zu. Ja, sehr gut. Ich finde das absolut geil. Geiles Spielzeug auf jeden Fall. Leute, Spendenstream. Ich habe bis heute keinen Spendenstream gemacht. Wie ihr gerade erfahren habt, übrigens, habe ich mich ja schon informiert bei einem Anwalt und so weiter und so fort. Und ich würde zum Beispiel auch einen Spendenstream nie machen, ja, wenn ich nicht zu 100% die Unterstützung von einer außenstehenden Person einer dritten Instanz habe. Okay? So. Bedeutet, Juno müsste mitspielen. Ich müsste das bestätigt bekommen, dass ich 100% der Auszahlung bekomme, dass Juno das letztendlich mit unterstützt und dass jemand das Ganze verwaltet. Weil ich möchte keinem nachher irgendwas zeigen müssen. Ich werde auch meinen Verdienst nicht zeigen können.
Es gibt hier Unterschiede, was Leute verdienen. Es wird dann viel gelabert. Da sagt einer, der hat das für die. Ich will das nicht. Das Geld muss von einem anderen verwaltet werden. Punkt. Das ist auch eine Sache übrigens, die mir mal ein Anwalt, weil ich schon mal sowas vorhatte, wegen was anderem. Da ging es um ein Mädchen, was Unterstützung brauchte. Ich habe mich informiert und der Typ hat gesagt, hey, du wirst mehr Geld ausgeben, als du überhaupt einnimmst. Weil du musst es halt notariell, bla bla, das ist ein Riesenaufwand. Ja, wir haben auch viele Arschlöcher, leider Gottes, unter euch, die einfach dann hingehen und alles versuchen, dann auseinanderzunehmen, damit ich Palaver bekomme. Lies mal Instagram, ja, mach ich. Sag mir, wieso hast du mich random geblockt, fragt Max. Max ist ein super Typ, übrigens. Der hat auch letztes Mal dir angeboten, ja, Drache, dass du da einen Kurs bei dem machst. Vermutlich deswegen. Ich erinnere mich an irgendeinen, der was angeboten hat, aber mich damit zugespammt hat und dann nicht aufhören wollte damit. Und ich dann, glaube ich, zwei, dreimal gesagt habe, er soll damit aufhören und mich aufhören zu nerven. Und dann hat er nicht aufgehört und dann habe ich ihn gebannt. Also oh. nichts random da. Okay, ja, siehst du, da hast du deine hab ich nicht gesagt. Okay, pass auf, das könnt ihr bei euch im. Also kannst du nicht bei ihm sehen. So, Leute, ganz kurz, ich habe hier eine Anlage, Ingo, ich habe das jetzt gelesen. Ich sag dir was, das wirst du jetzt, du wirst mich vielleicht auch für blöd finden oder du wirst das doof finden. Ich werde nicht random Leute, die ich nicht kenne, unterstützen bei einem Projekt, wo Leute sagen, ich sammle Spenden für XY, wenn ich nicht die Hand drüber habe, weil einfach in der Vergangenheit Scheiße passiert ist. Es sind Gelder, die gespendet worden sind, nicht angekommen. Mir haben Leute, Insider, Sachen erzählt, die auch zu 100% richtig sind, weil ich da Screenshots zu bekomme. Aus der Hölle, Mann, aus der Hölle. Wenn ich euch das erzählen würde, glaubt mir, es würden ein paar Leute echt räumen müssen. So, darum, ich will sowas nicht machen. Definitiv nicht. So. Aber ist nicht schlimm, Lel. Okay. So. Füllt die Allianz Arena mit Menschen, links Hans, rechts Rainer und in der Mitte 1 Kilo Ofenkäse, würde ich 100 Euro haben. Rainer Gronkh, was? Rainer Gronkh hasst dich und Axel auch. Du bist ein widerlicher Mensch. Tja, das zeigt nur, dass du keinen Geschmack hast. Warum ist denn eigentlich Axel so abgefuckt auf dich? Das ist eine geile Story, Alter. Also bitte keine Ach, ich muss mir dieses Alter echt abgewöhnen. Das nervt mich selber. Alter, kein Problem. Alter. Na, danke. Kann ich mit der Story kurz warten, bis ich meine Spaghetti machen kann? Weil ich habe, glaube ich, gefühlt seit 8 Stunden schon Hunger. Ist es okay? Na ja, klar. Muss mich dann bloß daran erinnern. Weil ich habe mit meinem ADS kurz Zeitgedächtnis und so, ne? Ja, ich Hast du gerade Hadouken abgespielt? Ja, wir wissen's. Ich musste gerade richtig. Hey, erster Gang, jetzt geht's los, schnell. Das ist geil, wa? Flor. Ich lass hier noch. Geil. Da wird der Ort geil hier. Ah ja, klar, auf jeden Fall. Alter, hör auf, du Notgeiler. Sack. Bei mir reicht's ja schon gar nicht, Alter. Ich hab so große Eier, ich brauch schon 2 Hände, Mann. Dann spielen wir für. Dann spielen wir so lange für den guten Hans noch ein bisschen hier, noch mal ein bisschen leiser. Es gibt nichts zu Jungs, sondern nur so. Meine Güte, Alter, hast du noch nie einen Spruch gehört? Aber mal ohne Scheiß, Hans, ich verstehe echt nicht, was du gegen mich hast. Ich habe dir nie was getan. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Oder hat dir irgendjemand irgendwas über mich erzählt, dass ich irgendwas angeblich gesagt oder gemacht habe? Aber ich bin normalerweise ein Mensch, mit dem man reden kann. Vorausgesetzt, man kommt dann her und beleidigt mich die ganze Zeit. Wenn ich dich verwechseln würde, dann hätte ich dich ja nicht geblockt. Glaub mir, was genug über dich auch von Mädels. Ja,
von Hater-Mädels vermutlich, die irgendwelche Sachen über mich erzählt haben, die sie aus mir rausgekriegt haben, in dem Versuch, mich eben zu leaken. Heißt im Klartext, das sind Leute gewesen, die von vornherein versucht haben, mich in ein schlechtes Licht zu rücken. Dass die dir natürlich nur Scheiße erzählen können, weil denen nur Scheiße aufgefallen oder passiert ist, irgendwo logisch. Also ich persönlich bin der Meinung, du weißt nicht genug über mich. Weil wenn du genug über mich wissen würdest, würdest du mich nicht beleidigen. Einfach deswegen, weil dir klar wäre, dass mir das alles komplett egal ist. Wenn du mich nicht magst, dann magst du mich halt nicht. Aber deswegen musst du mich nicht beleidigen. Ich weiß mehr, als du denkst. Du weißt trotzdem nicht mehr als genug. Weil der Witz ist, dass nicht mal Hater, die seit 5 Jahren dabei sind, also seit Anfang an, genug über mich wissen. Das Problem an der Welt ist, wenn du jemanden schlecht sehen willst, dann wirst du das auch, egal wie viele gute Sachen du über einen Menschen hörst. Und wie du weißt viele schlechte Sachen über mich, aber was von mir weißt du, was gut ist? Ich glaube, jetzt hat das ein Rauschen drin gehabt, ne? Weil das bei Lachfeld irgendwie noch zu hören war im Hintergrund. Das wäre dann echt mal die Frage, was über mich weißt du denn, was gut ist? Rainer, ich kenne dich seit 15 Jahren. Was? Du kennst mich doch nicht seit 15 Jahren. Der Fug. Wie willst du mich seit 15 Jahren kennen? Wen kenne ich seit 15 Jahren? Wie muss es sein? komm bitte, glaube, wenn du dich mit einigen, was mit eigenen Augen sehen würdest, würdest du dir drauf einen Coin? Ich mich mit eigenen Augen. Weißt du, dass ich mich wahrscheinlich kritischer beobachte, als die meisten Hater es tun? Ich sehe mein Übergewicht, versuche es dagegen zu machen, mach's aber nicht. Ja, ich erzähle viel Scheiße, ja. Ich erzähle aber auch viele Wahrheiten, nur dass ich dann oft einmal sehr viel übertreibe, ja. Ich neige dazu, anderen Menschen zu schnell zu vertrauen. Ich neige dazu, zu schnell Vertrauen in Personen zu. Das ist vielleicht ein bisschen blöd, weil es jetzt doppelt gemobbt ist. Also ich wollte mehr darauf hinaus, dass ich zu schnell Gefühle für bestimmte Personen entwickle und dann auch viel zu schnell versuche, diesen Menschen eben zu gefallen und dann auch mich oft selbst dafür irgendwie verbiege. Ich mache viele Sachen, die ich falsch mache. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele gewesen. Das ist lange nicht alles. Weißt du, dass du an gnadenloser Selbstüberschätzung leidest? Nein, tue ich nicht. Was ich im Internet zeige oder wie ich mich im Internet gebe, Hans, das ist was komplett anderes, als ich tatsächlich bin. Ich bin ein Mensch, ich bin total von Selbstzweifeln zerfressen. War ich schon mein ganzes Leben. Keiner hat mich kritischer beobachtet oder bewertet, als ich es je getan habe. Kannst du mir echt glauben? In meiner Schulzeit habe ich mehr deswegen geheult, wenn mich andere fertig gemacht haben, weil ich dadurch so viele Selbstzweifel hatte. Ich war die Hälfte meines Lebens ungefähr, war ich richtig depressiv. War ich. Aber irgendwann habe ich einfach erkannt, dass ich so nicht weitermachen kann. Ich habe mich schon sehr früh umbringen wollen. Das habe ich auch schon oft erzählt. Und wisst ihr, mir ist es egal, ob ihr mir das glaubt oder nicht. Ich bin nicht, das ist genau das, was ich meine. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass ihr mir das glaubt. Früher war ich das. Ich habe früher immer mein Selbstbewusstsein immer davon abhängig gemacht, was andere über mich denken, was andere von mir halten. Aber das mache ich nicht mehr. Wenn ich das machen würde, hätte ich mich längst umgebracht. Wie gesagt, ich habe mich schon in früher Kindheit umbringen wollen.
mit 12 oder 13 war das erste Mal. Und ich habe irgendwann einfach erkannt, dass es so nicht weitergeht. Drachenmerch. Danke. Was ist das Thema? Hans meint, dass er mich dass er mehr über mich weiß, als ich selber zu wissen glaube, oder als ich glaube, dass er über mich weiß. Hans hat in den letzten anderthalb Wochen so viele Schritte wieder zurückgemacht, unglaublich. Er war so cool und so weit gekommen, wieder ruhig und so. Jetzt hat er wieder Lauflet Gott um die Uhrzeit. Nein, Memo, hör mir gut zu. Ich habe es nicht geschafft. Heute bin ich um 7 live gegangen, um 7. Fakt ist, ich wollte essen. Da habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, ich pack's nicht, weil ich habe noch telefoniert, Sachen gemacht, ich habe heute so viel zu tun gehabt. Ich schwöre dir, 15 Minuten auf einem fucking scheiß Stuhl noch ein Powernap gemacht, weil ich super müde bin. Ich habe heute 3 Stunden geschlafen, okay, 3. So, Fakt ist, und dann denke ich, komm, scheißegal, dann gehe ich von der alten Plattform auf die andere, habe sofort gestreamt, jetzt haben wir seit 5 Stunden zu viel, seit wann stream ich hier? Bin vor allem verhungert, kein Scheiß, ich habe eben Brot gegessen. Kaum ist Rainer wieder da, macht er mich runter. Erstens mal würde mich interessieren, warum du meinen Namen falsch schreibst, und zweitens hat er dich überhaupt nicht runter gemacht. Ja, aber warum machst du den runter, der Rainer? Nein, der hat dich gemeint. Du machst ihn runter, kaum bin ich da. Wahrscheinlich ist es darauf bezogen. Du weißt, ich bin ehrlich, Mann. Ich sag dir meine Meinung. Wenn du Scheiße brauchst, sag ich dir meine Meinung. Ja. Wenn ich sowas lese mit Rückschritte, erstens mal hast du es gehört und nicht gelesen. Und zweitens, du bist doch die ganze Zeit am Rumbeleidigen. Ich habe dich nicht einmal beleidigt. Gut, vorhin habe ich ein bisschen rumgeblödelt, ja, als ich noch geschrieben habe. Aber das ist ja nicht ernst gemeint gewesen. Ich habe das schon mal gesagt und ich habe es vorhin geschrieben und ich sage, seit ich hier bin, sage ich es. Ich habe nichts gegen dich. Ich weiß nicht mal was über dich. Logisch, Alter. Alles antrainiert. Ich finde das einfach eine geile Idee. Leute, ich finde das echt gut. Rainer, gib mal Ruhe. Wenn ich Ruhe geben soll, warum schaust du dann hier zu? Nein, schon schon. Danke, Leute. Wenn ich das überlege, tut mir leid, ich schreibe so viel. Deswegen auch keine Rückschritte. Ich mag kein Parmesan. Ja, Parmesan ist geil. Generell Cheese ist geil. Der Cheese. Oh, früher, wir haben ja früher öfter mal bei mir geschüttelt, so mit, als mein Vater gestorben ist, so 2011, 12, 13 rum, und bei mir öfter mal gefeiert und so. Und ich habe keine Ahnung warum. Ich bin blau, ja, Hacke, am Schießen nebenbei mit Kumpels in der Küche oder so. Ich habe keine Ahnung warum. Ich stehe auf, mache einen Kühlschrank auf, packe ganz, ohne Scheiß, so ein ganzes Päckchen Käse, nimm das raus und fress die ganze Scheibe Käse. Also das ganze Päckchen. Ich habe keine Ahnung. Immer wenn ich blau bin und am Schießen, habe ich so ultra Bock auf Käse. Ich habe keine Ahnung warum. Einmal habe ich nur Reibekäse da gehabt, bin ich hergegangen und habe den Reibekäse aus der Packung gefressen. Ich habe das nicht gesehen. Das ist aber ein Unding. So, das ist aber ein Unding, Hans, wenn du das gesagt hast. Ich habe also wenn ich sowas. Leute, ich meine das ernst. Ist mir egal, was, wie, wo, wer. Ihr wisst genau, ich bin ein lieber Kerl. Ich bann euch. Mir ist scheißegal. Ich meine das echt ernst. Das ist auch für mich dann Ende. Das Gespräch, wir brauchen nicht mehr miteinander zu reden. Leute, macht keinen Scheiß, Leute. Geht nicht über die scheiß Grenzen immer. So, danke. Warum? Was war denn? Nee, so mit blöde Kommentare, so mit ja, jetzt dich mal umgebracht und so. Leute, nicht sowas sagen, ich werde bei sowas allergisch. Ehrlich. Ach so, ja, weil ich es vorhin auch erzählt habe, dass ich mich mit 13 das erste Mal umbringen wollte und weil ich gesagt habe, dass die meisten von den Leuten ja überhaupt nichts über mich wissen. Die Hälfte meines Lebens habe ich extreme Depressionen und alles gehabt. Ja, das hat der Hans doch auch. So selbe Scheiße, Leute. Ja, habe ich nicht mehr mittlerweile. Ja, aber Glück, ich hatte es. Ja, aber ich denke auch, weil jeder, der gemobbt ist, hatte Probleme und Depressionen und tralala und hin und her. Viele Leute hier. Da muss man doch mal sagen, ey, Alter, ey, sei doch froh, dass du ein bisschen ein paar Schritte nach vorne bist. Hör doch auf zu mobben, nicht gegenseitig. Es ist nicht cool zu mobben, Mann. Wenn man gemobbt worden ist, jetzt recht nicht. Da muss doch einer mal sagen, ey, scheißegal, ich mobb nicht, damit ich auch nicht gemobbt werde, sondern oder ich mobb den, damit ich nicht gemobbt werde. Hört doch auf damit. Versteh ich nicht. Genau, Johnny, laber keinen Müll. Aha.
Ja, nee, weil bei ihm ist ja auch scheiße. Ich habe ja mit ihm lange geredet, ich weiß ja, was bei ihm abgegangen ist. So alles super ist ja gar nicht gewesen früher. Richtig nicht. Warum schon, ja, ist so. Und jetzt, warum machst du nämlich den Fan zurück? Ach Mann, Hans, ey. Was nehme ich das Fan zurück? Oh nein. Habe ich sehr gut getankt. Was hast du gut getankt? Guten Hunger übrigens, Johnny. Danke, 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 danke. Bin schon wieder voll verpeilt hier gerade. Lauter Kommentare lesen. Hey, mein Schatz, schön, dass du da bist. Leute, ganz kurz. Wollen wir das jetzt machen oder nicht? Ist das eine geile Idee? Soll ich da Energie einstecken oder nicht? Ja oder nein? Also ich wäre dabei. Sehr gut. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Ich wäre dabei, aber wenn Hans natürlich nicht dabei ist, macht es ja keinen Sinn. Ja, wir finden schon einen anderen Dicken. Nein, Quatsch, war Spaß. nein, Hans wäre es halt, mit Hans wäre es halt zusätzlich lustig, weil er ja total den Hass irgendwie auf mich schiebt oder total den Film auf mich schiebt, wie auch immer. Hass ist vielleicht, ich weiß nicht, ob Hass vielleicht zu viel gesagt ist, aber er schiebt ja voll den Film auf mich. Deswegen wäre es vielleicht ganz witzig dann in dem Sinne auch zusätzlich. Ja. Aber das muss Hans entscheiden. Also ich wäre dabei. Aber tatsächlich habe ich über sowas ja früher schon mal nachgedacht. Mit Tanzverbot damals, als es mit Tanzverbot losging und auch später mit Excel. Okay. Ach so. Ich sollte dir die Story von Excel erzählen. Ja. Warte. Gleich kommst du rein, dann kannst du wieder durchgehen. Ja, erzähl mal die Story von Excel. Tatsächlich kann ich da nicht so sonderlich viel erzählen. Ich hatte einen Teamspeak zu dem Zeitpunkt noch für meine Zuschauer und Fans und so weiter. Und da muss er irgendwie mal drauf gewesen sein. Es war auch kurz bevor er viele Abonnenten hatte. So. Du kennst ja meine Einstellung, ich will in erster Linie was mit Leuten machen, die halt eine große Reichweite haben, aber nicht, weil ich arrogant bin, sondern weil ich damit der Meinung bin, dass die halt, wie du jetzt auch und viele andere, ihre gefestigte Community haben und dann mit dem Hate leichter umgehen können, weil sie halt viele positiven Zuspruch haben. So. Das ist aber bei Excel damals nicht der Fall gewesen. Der hat damals ein paar hundert Zuschauer gehabt, wenn überhaupt. So. Und er hat dann halt mir irgendwie vorgeschlagen, er wollte irgendwie ein Interview mit mir machen, keine Ahnung. Und ich habe absolut keinen Plan von dem, was das da war. Und ich habe da so viele Anfragen zu dem Zeitpunkt auch gekriegt, dass ich da anscheinend, das hat er gesagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß das nicht mehr, ich habe da so viele Sachen, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, dass ich dann halt anscheinend ein bisschen pumpig reagiert habe und halt gesagt habe, nö, leck mich oder irgend sowas. Und dann haben halt gebannt. Aber da war ich irgendwie schon wegen was anderes anscheinend aufgeregt, keine Ahnung. Ja. So, das war die erste Sache. Das habe ich zum Beispiel schon komplett verdrängt gehabt zu dem Zeitpunkt, als dann Excel schon größer war. Und Leute kamen dann zu mir hier so auf Juno und so, ey, ja, kennst du Excel 95? Oh, 95, glaube ich, da. Excel halt und so, ja, nö, keine Ahnung, wer ist denn das und so. Haben sie mal so gezeigt, ja, schau dir mal an auf YouTube und so, dann machst du Drunk-Streams wie du früher. Ich habe 2 oder 3 Streams in meinem Leben gemacht, wo ich besoffen war, also. Drunk-Streams, naja, hm. Und ja, macht er auf YouTube so Drunk-Streams und so, schau das mal an. Und ich hab mir jetzt ungefähr 5 Sekunden gegeben. Der war da und so, ja, und klatscht sich die ganze Zeit auf die Wambe, ja, hat kein T-Shirt an, klatscht sich auf die Wambe und so und weiß nicht. Und ich dann halt so, nein, danke, kein Interesse. Hab das dann gelassen, hab dann auch keinen Kontakt mehr oder so zu dem gesucht, weil ich das für absolut, weiß nicht, fand ich ungeil. Und wie gesagt, ich habe dann mich nicht mehr damit beschäftigt, weil ich eben das so ungeil finde oder fand. Okay. Und dann irgendwann später bin ich weiß gar nicht mehr, durch meine Freundin, durch meine jetzige Ex ist das damals so gewesen, die hat ihn damals gemocht, die mochte irgendwie die Streams von ihm, keine Ahnung warum, und meinte dann zu mir so, ja, können wir das mal anschauen, der streamt gerade. Und ich so, ja gut, schauen wir halt mal rein. So, da kannte ich dann den Namen zu dem Zeitpunkt schon. Schau mir das halt so an und ich konnte mir das, glaube ich, nur 5 Minuten oder so geben, weil er wieder besoffen war und sich auf die Wampe geklatscht hat. Und ja gut, hab dann aber irgendwie den Kontakt, beziehungsweise ich hatte keinen Kontakt, sondern ich habe dann irgendwie die Situation halt weiter beobachtet. Auch weil dann hier und da ein paar Videos von anderen YouTubern kamen, über Excel und so, weil das müssen ja immer gleich alle aufgreifen, um Klicks abzustauben. Und hab dann ihn angeschrieben per E-Mail. Erst über meinen Hauptaccount.
und dann später nochmal über meinen Gaming-Account. So, hab aber dazu geschrieben, weil es war ja eine Privatnachricht, die ging damals ja noch auf YouTube, hab dazu geschrieben, das muss man jetzt erst nicht öffentlich klären, man kann das jetzt erstmal so den Kontakt aufbauen und erstmal quatschen. So. Und er ist dann hergegangen und hat, ich glaube von meinem Hauptaccount die Nachricht, in seinen Stream gepostet und hat, oder hat es in seinem Stream halt beantwortet, hat es auch gestreamt halt und gezeigt und hat dann sich über meine E-Mail lustig gemacht. Hat mich beleidigt, hat sich über meine Rechtschreibung lustig gemacht, hat mich, ich kann es nicht mehr beschwören, ich müsste es nochmal sehen, ich glaube, er hat sich über mein Gewicht lustig gemacht. Ja, denke ich mir auch. Ne? Und noch ein paar andere Sachen halt. Und daraufhin, und ich habe das anfangs nicht geglaubt und so, und das haben dann halt in meinem Stream, und ich habe in meinem Stream vorher nur kurz gesagt, dass ich ein paar Leute angeschrieben habe, weil ich zu dem Zeitpunkt noch andere Leute angeschrieben hatte. Und habe halt gesagt, unter anderem habe ich Excel angeschrieben und noch ein paar andere Namen. Ich glaube, Zombie habe ich noch dazu gesagt und noch ein paar andere halt. Und ich habe das im Prinzip nur gesagt, damit die überhaupt darauf aufmerksam werden. Habe aber nicht gesagt, was in dem Brief steht, weil es keinen was angeht zu dem Zeitpunkt. So. Ich wollte lediglich darauf aufmerksam machen und habe halt gedacht, sagt halt vielleicht der eine oder andere, ja, Excel, schau mal in deine Nachricht. Das kann das lesen. Ja. Und er ist dann hergegangen und hat das alles veröffentlicht. Ja, toll. Und daraufhin habe ich mich dann halt aufgeregt und so ist dann halt die Debatte zwischen uns beiden entstanden und dieser Stress. Okay. Und jetzt ist mir dann irgendwann... Und der Witz ist, das ist dann das Geilste gewesen, genau. Er hat ja einen Stream gemacht von meiner Privatnachricht, die er gepostet hat und gezeigt hat im Stream. Daraufhin habe ich einen React-Stream gemacht, den ich auch auf YouTube hochgeladen habe. Und er ist dann tatsächlich hergegangen, hat diese Videos, diese React-Videos striken lassen, beziehungsweise nicht striken, sondern er hat sie abmahnen lassen. Ich habe dann eine Gegendarstellung eingereicht, dann hat es ein paar Wochen gedauert, ich konnte in dem Zeitraum auch keine Videos hochladen. Irgendwie war das auch ein bisschen so der Todesurteil für meinen Kanal, weil irgendwie kaum noch was kam danach dann. Das war so im August letzten Jahres. Und das hat sich dann halt so irgendwann wieder verlaufen, weil er konnte die halt nicht halten, weil es war ja ein React-Stream und alles. Und ich habe ja noch dazu habe ich ja auf etwas reagiert, auf was er reagiert hat von mir. Also ging es ja im Prinzip sowieso um mich in dem Stream. Ja. Und wie gesagt, er konnte das halt nicht ab, dass ich das gestreamt habe und hat es dann halt abmahnen lassen. Konnte es aber dann nicht halten und ich habe es in der Zwischenzeit dann gelöscht, weil ich gesagt habe, nö, weißt du was, auf das Spiel habe ich keinen Bock. Wenn du unfair spielen willst, soll er es lassen. Er hat in der Zwischenzeit, glaube ich, mehrere Sachen von mir gestreamt und reacted, darunter meine Songs und noch ein paar andere Sachen, weißt du? Und ich hätte ihn dafür auch striken lassen können, vor allem für meinen Song hätte ich ihn striken lassen können. Nicht nur, also wirklich striken, nicht nur verwarnen, sondern striken. Habe ich es gemacht? Nein. Warum nicht? Weil es nicht mein Spiel ist, Alter. Ich bin nicht so asozial. Aber das ist halt so, da ist noch viel mehr passiert, das ist aber auch schon lange her wieder, ne? Aber das ist so der grobe Grundriss, zumindest aus meiner Sicht. Für alles Weitere musst du aus seiner Sicht fragen, er würde es wahrscheinlich anders erzählen. Aber das ist halt immer so die persönliche Sichtweise der Sache. Ja, also der war ein bisschen sauer auf mich. Der war ja auch hier. Ja, keine Ahnung. Ich verfolge das ja alles. Du weißt ja, ich schaue ja selten Streams. Ich bin ja nur ab und zu mal kurz da und so und dann bin ich ja wieder weg. Also ich finde Excel cool. Ja. Ich sag's ja immer wieder. Ich hab's ja vorhin auch schon reingeschrieben. Wenn ich bei mir jemanden banne, komme ich nicht zu dir und sage, bann den, das ist ein Arschloch. Sondern dann komme ich hier rein, ich sehe, dass er da ist und dann ignoriere ich den und schreibe halt mit dir oder rede mit dir. Ich würde nie jemanden bei dir anschwärzen, weil es ist total asozial, das ist scheiße, sowas mache ich nicht. Stopp, du kannst ja Leute anschwärzen, du kannst ja Leuten sagen, pass auf, der Drache Leute schlafen wird. Aber nur die Dummen, die diese Nachricht aufnehmen, entscheiden, genau das, was der Typ erzählt, ist richtig. Nur die Dummen. Warum? Du musst doch immer beide Seiten sehen. Du erzählst mir das und ich gehe einfach mal grundsätzlich davon aus, dass du nichts zu lügen hast. Aber die Frage ist, ob die Sichtweise auf das Ganze, was du siehst, genau die Sichtweise von ihm ist. Vielleicht war ein Wort dabei und da ist zum Beispiel eine Mutter im Spiel, die gestorben ist und er fühlte sich beleidigt, weil, als Beispiel jetzt, die Person, jetzt nicht ja, klar.
So, und darum hat es ihn getroffen und er ist aggressiv auf dich und sagt dir irgendwas, wo du sagst, ey, warum ist der so aggressiv? Und dann entsteht das Ganze. Du siehst es halt anders. Er erklärt es aus einem anderen Sichtwinkel. Und es ist halt wichtig, sich alle Sichtwinkel... Sekunde. Nee, Hans, ich meine meine aufblasbare Freundin, die unterm Bett liegt. Die hat ein Loch, deswegen ist es meine Ex-Freundin. Übrigens, Hans, dazu, was du mir gerade geschrieben hast, hey, Dicker, also wirklich, du erzählst das selber im Stream vor sich, Alter. Ey, Dicker, als ob ich hier Sachen erzähle. Kollege, das, was du erzählst, ich habe noch nicht mal was gesagt. Dixi, danke dir. So, lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen habe ich dir ja gesagt, du sollst dir lieber auch seine Sichtweise anschauen. Oder anhören. Er hat mir was gesagt, er hat dann nachher gesagt, ich sehe das nicht ein, der kann mich am Arsch lecken, der hat mich so und so beleidigt, bla bla, ich kenne den Typen gar nicht, bla 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 bla. Dann habe ich ihn darum gebeten, ich habe ihm gesagt, du Bro, ganz ehrlich, ja nein, ich werde jetzt striken, bla bla. Und dann hat er noch gesagt, ich weiß nicht, ob ich das zweite dann anzeige. Und er hat nachher gesagt, er hat es nicht gemacht. Hätte er auch nicht machen können. Er hat eine private Nachricht, die für ihn und explizit für ihn war und in der Nachricht stand, was man auch im Stream gesehen hat, braucht man nicht öffentlich machen. Das hat er veröffentlicht. Also er hätte mich nicht striken, hätte mich nicht anzeigen können, selbst wenn er gewollt hätte. Er hat den ersten Schritt gemacht, indem er Zeug veröffentlicht hat. Nicht ich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber jetzt ist ja alles gut. Am besten reden wir nicht darüber nachher. Wie gesagt, ich verfolge ich. Ich habe mit dem eh keinen Kontakt und ich interessiere mich dafür auch nicht. Der soll sein Leben führen, soll sein machen und ich mache mein Zeug. Natürlich, aber ich habe eine Frage. Also würdest du mit dem... Was? Nee, weil anders als mit Hans, mit dem ich ja keinen Stress aus meiner Sicht zumindest habe, ist Axel für mich einfach jemand, auf den ich einfach keinen Bock habe. Er ist für mich aus verschiedenen Gründen, das ist jetzt nur eine Sache gewesen, die war, er ist für mich aus verschiedenen Gründen ein Lügner, ein Angeber und jemand, der halt... Blödsinn erzählt. Und deswegen habe ich auch absolut keine Lust auf den und deswegen mache ich mit dem auch nichts. Und will auch, ich will gar nichts mit dem zu tun haben, sage ich dazu nur. Deswegen. Was? Ich habe dich gefragt, ob du... Nein, ich weiß, was du gemeint hast. Das war allgemein. Deswegen habe ich gesagt, mein letzter Satz war im Prinzip der einzige, der wirklich gezählt hätte. Ich habe absolut kein Interesse, irgendwas mit dem zu machen. Egal, was es ist. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Der soll sein Leben leben, ich lebe mein Leben, der kann sein Zeug machen, ich mache mein Zeug. Ende. Aber krass ist ja, aber beim Hans hast du eingeschränkt. Ne? Irgendwie weil ich mit Hans aus meiner Sicht kein Problem habe. Aber er hat mit mir ein Problem. Den findest du schon heiß, den Hans, als Ex. Also, ja, okay, ich verstehe. Guck mal, okay. Er hat schönere Haut. Oh! Love Lord, Alter! Jenny Lord ist wieder, hat wieder zugeschlagen. Okay, Hans. B-Lord, ja? B-Lord, bitte. B-Lord, ja, aber jetzt hat... Oh, ich bin nicht gay. Nee, warum? Du kannst ja auch machen, Hans. Du wirst ja nicht bekommen. Du nimmst, du steckst, also... Ich esse gerade wieder. Eimer ist in der Küche, Hans. Weil er geschrieben hat, ich kotze gleich. Eimer ist in der Küche. Ha! Gay! Schreibt hier gerade jemand. Und dann schreibt jemand so eine H, B. Du weißt schon, dass B mit E geschrieben wird, ne? Nicht mit E. B kommt von bisexuell. Aha, ja. Jetzt wird er zum Teacher. Hashtag Lustlord 1510. Ich habe schon überlegt, ob ich auf Pornhub nicht vielleicht Lustlord 1510 als Format wieder einführe. Echt? Hm. Naja, ich habe... Was willst du denn dann rektal einführen? Nein. Hashtag Lustlord 1510 war sowas wie Hashtag fragt Drache, also stell mir Fragen. Nur das Lustlord, es war eigentlich damals eine Verarsche an die Hater, es war als einmalige Folge gedacht, zwei Folgen wurden es dann. Hashtag Lustlord 1510 war ein Format, eine Serie bei mir auf dem Kanal, wo ich, also wie gesagt, es waren zwei Folgen eigentlich nur, wo ich sexuelle Fragen oder halt Fragen auf sexuelle Sachen beantwortet habe, ob jetzt auch meine eigene Sexualität oder nicht. Und das habe ich meistens ein bisschen... So im Comic-Style, also nicht Comic-Style, im Comedy-Style unter eben erzählt gehabt auch. Ich glaube, ich mache mir auch noch eine Pizza. Uhr, ey, ich komme wieder nicht dazu, meine Videos hochzuladen, ey. Wenn morgen die Videos verspätet kommen, Lachflat ist schuld. Ja. Naja. Hans ist schuld. Ihr beide. Up,
falsche Anschalt noch einfach hingegen mit Jumbo Schreiber. Nein, Leute. Knallt nicht die Rekorde. Warte mal. Leute, mal um die Uhrzeit, du Johnny, bist auch spät, ich weiß. Deine Videos guckt doch eh keiner. Wirklich? Also, warte mal, das neue Darksiders, das kam ja erst raus, das hat ziemlich hohe Views. Ja, wie viel? Obwohl eigentlich sogar relativ wenig, wenn ich so drüber nachdenke gerade. Wie viele? Gut, ich habe es erst gestern hochgeladen. Das neueste, das ist, der erste Part hat 651 und der zweite Part hat 469. Dafür, dass es so. Na gut, ich habe jetzt auch ein wenig eine Verzögerung von ungefähr einem Monat oder zwei. Es kam im November letztes Jahr raus. Parallele. Aber für ein Gaming-Video ist das schon viel, 651. Naja, für meinen Kanal. Ich habe auch ein Video, die Simpsons, das Spiel, habe ich hochgeladen. Das hatte der erste Part, hatte nach einem Tag, aber wohlgemerkt nach ungefähr 24 Stunden, 26 Stunden, hatte der über 1000 Aufrufe. Das kann aber bei Darksiders auch noch sein, weil der erste Part kam um, ich glaube, um 8 Uhr morgens, irgend sowas. Steht immer nur dabei, wann sucht man es. Und ich habe 16.200 Zuschauer, 16.200 Abonnenten sehe ich gerade. Yay! Endlich die 200 geknackt. Ja. Der Gaming-Kanal ist relativ klein. Palaver, sagt Hans. Also, der muss schon mal ein bisschen triggern, ne? Der muss schon mal ein bisschen sticheln, muss er schon. Hat schon mal seine Stichelnadel irgendwie dabei. Ja, aber du, dir gefällt das schon, ne? Du bist schon so ein bisschen so. Findest du das schon süß, oder? Du würdest dem auch schon mal so schön das Gesicht zum Beispiel. Real Talk? Ich achte da nicht drauf. Nee, ernsthaft. Ich achte da null drauf. Im Prinzip, ich laufe durch die Stadt, ich sehe ein Mädchen, die schaut geil aus, die gefällt mir. Ja? Körperbau oder auch Stimme oder sonst was, wenn man sich mit unterhält. Aber Mann, gar nicht. Mit einem Kerl, also die meisten, mit denen ich da was hatte, schon, die kannte ich etwa aus meiner Jugend, waren so die ersten sexuellen Erfahrungen in dem Sinne. Oder später dann halt. Oder später dann aus der Sauna. Da gibt es so eine Männersauna. Da habe ich auch ein, zwei Leute kennengelernt. Ja, das hast du mir schon erzählt. Genau. Und da achte ich nicht drauf, wie der Kerl aussieht oder so. Weil wenn es um sexuellen Aspekt mit Männern geht, ist für mich nur der sexuelle Aspekt interessant. Okay. Also wirklich, der Geschlechtsakt als solches. Wenn ich mich mit dem super unterhalten kann, klar, super. Aber ich denke jetzt nicht darüber nach, mit dem auszugehen oder mit dem ins Kino zu gehen oder so. Sondern vielleicht außer man halt als Kumpel oder so. Aber im Normalfall ist es halt wirklich nur eine reine sexuelle bezogene Geschichte für mich. Okay. Also könntest du dir aber bei Hans, könntest du dir auch was Ernstes vorstellen? Ich kann mir bei Hans gar nichts vorstellen, weil ich ihn nicht kenne. Boah, ich will Johnny rein, aber wechsel mich. Pass auf. Ich kann mir auch bei dir nichts vorstellen. Wie ich schon sagte, es ist ernst gemeint. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber gut, dass du dir nichts vorstellen kannst. Ich kann mir generell nichts vorstellen, egal bei wem. Entweder es kommt dazu oder nicht. Reiß dich zusammen, Lustlord. Boah, Alter, sein Ernst. Hey, ganz ehrlich, ich bin in meiner Sexualität extrem gefestigt. Hast du vielleicht schon gemerkt? Ich habe kein Problem damit. Ich habe weder ein Problem damit, das zu zeigen, es zu machen, noch sonst was. Mein neuestes Video auf Pornhub. Ich habe jetzt so ein schwarzes Monster. Was ich von einem Hater. Wo bleibt die Türkei? Die Hater meinten, es geht nicht, das haut nicht hin. Und ich habe ihnen das Gegenteil bewiesen in meinem neuesten Video. Bin schon fertig. Boah. Zeig nochmal, wie war das?
Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie groß es war. Das war nur ein Beispiel. Stups! Bye bye! Lachflat? Du bist der Nächste, ne? Du hast angefangen! Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Einer meiner Lieblingsfilme. Wow. König der Löwen. Was? Nein. Nein. Ein bisschen mehr kannst du mir schon zutrauen. Wie heißt die? Shahrukh Khan. Boah, tanz mal dazu, bitte. Wenn du das bringst, episch. Also wir werden die ganze Fernsehen oder einmal umgehen. Ich kann ja nicht tanzen, weil ich habe hier keinen Platz zum Tanzen. Hallo, Hashtag tanzen. Wenn ich jetzt auf, wenn ich hier aufstehe, dann siehst du mich hier bis hier. Oder dann wacke ich nur, tanzen auf Song, ich würde das mit auf YouTube. Leute, einmal alle, es ist gut. Es ist der Tanz. Pretty woman, take her now, pretty woman. Take her now, pretty woman. Ich liebe diesen Song, also, beziehungsweise ich liebe diesen Film. Lebe und denke nicht am Morgen, der ist so real, an, also der ist so nah an der Realität, wie selten der Film ist. So krass. Der hat auch ein sehr tragisches Ende. Der hat auch ein extrem tragisches Ende. Das ist voll krass, der Film. I'm not. I'm single. I'm waiting for you, though. Genau. So. Oh, jetzt, aber das ist nur einer. Schüttel den Speck, genau. Ne, so. Also, so ist, das finde ich auch Mobbing, ne? Oh mein Gott. Du hast doch immer deine scheiß Kaffeemaschine hinter dir, ne? Ja, natürlich. Hast du am Ende geweint? Ich glaube den Scheuchern. Bei Leben denke ich nicht am Morgen. Ja. Klar. Ich liebe solche Filme. Das ist eine Sache zum Beispiel, die viele von mir, ich habe das schon oft gesagt, aber das ist irgendwie eine Sache, die bei niemandem im Kopf hängen bleibt. Ich liebe solche Filme. Clannad. Boah, ich habe Rotz und Wasser geheult bei der Serie. Das ist ein Anime. Also eine Anime-Serie. Ey, der ist so extrem hart, die Serie. Das ist krass. Oder was... Einer der allerbesten Animes. Ich meine, Clannad ist mittlerweile mein absoluter Lieblingsanime, aber einer, der sehr nah rankommt, ist mittlerweile Shigatsu wa Kimi no Yus, Sekunden in Moll, oder auch genannt July in April. Boah, ist der geil. Das ist so extrem, und das ist Anime, der ist auch extrem nah an der Realität. Warte mal. Elfenlied ist krass. Ja, ist aber nicht so nah. Das ist aber nicht so geil. Hier, das zum Beispiel ist von Shigatsu wa Kimi no Yus. Das ist direkt aus dem Anime. Nee, es ist. Ach, das ist das Lied, warte. Nee. Einer Lieblingsfilm.
Black Beauty. Porno oder was? Riesenschwanz. Louis. Das hier ist ungefähr der Stil aus July and April. Ja, da muss ich jetzt schon weinen. Das ist ein Film über einen jungen Pianisten, der in sehr jungen Jahren schon berühmt wurde und dann seine Mutter verloren hat, die ihm das Klavierspielen beigebracht hat. Und während des, und nachdem das passiert ist, während des Klavierspiels, fängt er an, die Töne nicht mehr zu hören. Also er spielt ganz normal, er hört die Töne, er hört das Gewicht der Tasten aufschlagen, aber er hört die Töne nicht. Und er trifft dann ein Mädchen, die Geige spielt, also eine Violinistin. Und durch sie fängt er wieder an, Klavier zu spielen, auch auf Konzerten. Verarschen kann ich mich alleine, das ist ein echt schöner Film. Jedenfalls ist es ein extrem schöner Anime und hat auch ein sehr, sehr tragisches Ende. Aber kann ich echt mal jedem empfehlen. Wie gesagt, der Film heißt Shigatsu wa Kimi no Yus, Sekunden in Moll. Oder eben July in April. Also das ist ein unfassbar guter Anime. Übrigens. Würdest du das machen, Dara, gegen den anderen? Habe ich doch schon jetzt ungefähr 10 Mal gesagt. Nein, aber würdest du das jetzt machen? Wir machen erst eine Dingsshow hier auf Juno, würde ich sagen. Ja? Ich bin dabei. Muss halt nur wissen, wann und wo und alles. Ja, wir machen das aber auf YouNow. Ja. Jeder von ich muss trotzdem wissen, wann es ist. Auf 100 Pro, ja. Also, so oder so. Also ich bin dabei. Ich muss halt nur wissen, wann und alles und was wir machen und alles. Falls ich notfalls irgendwelche Sachen vorher besorgen muss oder so ein Scheiß. Müsst ihr. Aber ich kann euch eins sagen, es wird euch einen mega Spaß machen. Wir haben die Spiele, die sind echt cool, die sind witzig, ihr werdet Spaß haben. Und, also ich finde diesen guten Zweck dahinter, auf mich kommt viel Geld. Also, man muss ja halt dazu auch sagen, ne, dass ich halt immer Probleme beim Internet habe. Ne? Wenn ich das bis dahin nicht, ich versuche das in den Griff zu kriegen, aber falls ich das bis dahin nicht im Griff habe, kann halt passieren, dass ich mitten im Stream mal plötzlich weg bin. Ne? Das kann ich halt leider nicht ändern. Das regt mich mehr auf als alle anderen wahrscheinlich. Das passiert aber komischerweise, das verstehe ich bis heute nicht, das passiert nur im Stream. Wenn ich ein Video hochladen bin, passiert es gar nicht, das ist nur beim Streamen. Nur beim Streamen? Ja, und auch nur auf YouNow. Nur auf YouNow. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist mir schon oft passiert. Jetzt auch heute Mittag auch schon wieder. Aber vorhin in meinem Stream ist nichts passiert, jetzt im Ding hier auch nicht. Also, keine Ahnung, was das ist. Spontan Internet ist kaputt, sonst mache ich nichts. Sollte es wirklich klappen, badest erstmal vorher in Sakrotan, bitte. Was? Warum sagt er das? Also badest du dich nicht so oft oder was? Warum hat der da so ein Fable jetzt? Ich dusche sogar wahrscheinlich öfter als die meisten. Bester Mann. Ich dusche wahrscheinlich sogar öfter als die meisten. Ich dusche jedes Mal nach dem Kacken zum Beispiel. Ach, Entschuldigung, die isst ja. Sorry. Ja, also ich meine das wirklich, ich mache das jedes Mal. Also wenn du kacken gehst. Ja. Also, wenn ich jetzt natürlich unterwegs bin, geht das nicht, aber da ich das sowieso in erster Linie zu Hause mache, ja, doch. Memo bei ihm haben sie vorher die Flucht ergriffen. Wer hat bei mir die Flucht ergriffen? Warte mal. Bei mir fahren gerade die Grünen vorbei. Heute ist Karfeiertag oder so gewesen, ne? Ja, doch. Heute war Karfreitag. Was? Heute war Karfreitag. Karfreitag? Mittwoch. Du bist ein Komiker. Ja. Warte, das geht auch einfacher. Alexa, welche Feiertage sind diesen Monat? Ich feiere diesen Jugendjahr.
13. Dezember 2019, 3. Oktober 2019, was? 1. Alexa. November 2000. Februar. Quatsch, stopp. Wolltest du den Song Charts Alexa. Februar 2000? Stopp. Warte. Warte, ich muss jetzt genau überlegen, was ich sagen will. Alexa, die Feiertage im Januar 2019. 1. Januar 2019 und 6. Januar 2019. Okay. Kannst du mich nicht trollen? Wer trollt wen? Kennst du Zelda? Ja klar. Ocarina of Time? Die Goronin? Ich kenne die Spielteile nicht, aber Zelda kenne ich klar, hab ich gespielt. Also, dann kennst du die Goronin, oder? Diese riesen Steinviecher, die sich immer rumrollen. Sag mal zu einem Goronin, willst du mich rollen? Weißt Bescheid. Ja, war gut. Der war gar nicht von mir. War von einem Let's Player, den ich feiere. Echt? Ja. Weiß gar nicht mehr, spielt halt so Zelda und ich schaue mir das halt so an und dann labert er halt irgendwas so von wegen, ja, sagst du mal zum Goron, willst du mich rollen? Weiß Bescheid. Wieso? Abgebrochen. Wann fliegt der jetzt? Also soll ich gehen? Nein, gleich. So? Willst du mich nochmal fragen, ob ich dabei bin? Nein, aber... Ach ey, ihr iPhone-Menschen, ne? Ihr iPhone-Menschen, ey. Ihr werdet schon noch irgendwann begreifen, dass das hier die beste Marke ist. Was ist das? Ein Huawei Honor. Huawei ist richtig, richtig geil. Was für ein Ei? Huawei, nicht Ei. Was für ein Ei? So. iPhone, beste Marke. Du kriegst gleich ein Gute Nacht Bild, Tina. So, was ist denn das für ein Toaster? Ja, von mir auf Pornhub. Hör mal, jetzt mal diese Pornhub-Geschichte, die müssen wir gleich mal auf jeden Fall Katastrophe. Du hast das jetzt neu hochgeladen, oder was? Die Videos habe ich wieder neu hochgeladen, ja. Die waren ja zwischenzeitlich offline. Du hast? Also warte, das machen wir gleich. Warte, ich muss erst aufhören. Der Sinn dahinter. Ich hatte die ja eigentlich gelöscht, weil der Sinn war ja ursprünglich gedacht, dass die Hater halt merken, dass es mir am Arsch vorbeigeht. Ja. Oder rein. Aber letzten Endes hat es dadurch, dass ich das dann gelöscht hat, weil ich hatte ja nur zeigen wollen damit, dass ich es halt, ja, kein Problem damit habe. Und dass die mich damit nicht verarschen können. Hat aber letzten Endes keinen Sinn gehabt, dass ich es wieder gelöscht habe. Weil dann kamen sie plötzlich damit daher. War ja eigentlich klar. Feigling. Ja, super. Und weil ich ehrlich gesagt, und das muss ich ganz ehrlich sagen, es mir dann Spaß gemacht hat auch, hier und da mal zu überlegen, was ich da hochlade. Und auch ein paar Vorschläge schon bekommen habe für verschiedene Videos, die ich machen soll. Auch von Leuten, denen die Videos anscheinend wirklich gefallen, falls es das wirklich gibt. Genau so dick ist mein Penis, Bruder. Ja, naja, könnte man noch irgendwas dran machen. Meine Kraft ist zurückgegangen, ne? Das ist unfassbar. Ey. Was ist zurück? Meine Kraft ist zurückgegangen. Ich habe ja meinen Tisch. Ich habe ja meinen Tisch, meinen Wohnzimmertisch, habe ich ja hochgeräumt. Eine Sekunde. Deutsch, Tisch. Meinen Tisch. Tisch. Nochmal. Deutsch, Tisch. Ja. Tisch. Tisch. Ja, okay. Du hast deinen Tisch. Ich habe meinen Tisch nach oben getragen. Und das ist nicht, das ist nicht türkisch, das ist fränkisch. Ich schwöre dir, ich habe auch Türke. Das ist fränkisch. Ich bin Türke. Ja, mein Tisch. Mit fränkisch ist das. Ja. Ich kann auch richtig frängeln, wenn du willst. Mein Tisch habe ich in Aufdrohung. Ja, gut, weiter geht's, dein Tisch. Was ist mit deinem Tisch? Den habe ich mit meinem Kumpel aufgetragen ins neue Wohnzimmer. Ja. Aufdrohung ins neue Wohnzimmer.
Und dieser Poser. Und ich habe echt gemerkt, ich habe überhaupt keine. Ich hab, ja, es bringt dich so aus dem Gang. Ein bisschen sexy findest du mich schon, ne? Nee, überhaupt nicht. Ich habe dann überhaupt keine Kraft gehabt. So, Alter, Lügner. Gleich denkst du an Lachlet, nimm die Schweinehund, du. Ich sag meiner Mutter, Alter, hör auf damit, du Schwein. Ich schwör, meine Mutter kommt mit Oklava, mit Terli kommt die. Ja, weiter, ich seh. Ja, jedenfalls habe ich das dann aufgetragen. Was ist das, Alter? Wie machst du das, Alter? Hältst du den Penis so und tust du den so in den Mund, oder was? Ah, okay, ich wollte schon gerade sagen, was ist das denn für ein Porno, Alter? Verkehrt rum Porno. Eieiei, ist mir verrückt. Erzähl mal mit deinem Tisch, Alter, Mann. Ich hab den auftragen wollen und hab keine Kraft dazu gehabt. Ich bin echt in die Knie gegangen. Das gleiche gilt für meinen Schrank, als ich meinen Schrank hier reinräumen wollte. Pff, ich hab keine Gewalt mehr, ey. Ich muss echt mal schauen, dass ich wieder ein bisschen trainiere. Mein Kumpel hängt dran, zieh ich den mit einer Handhalme schon rum und ich hänge mit zwei Händen dran und bring den nicht hoch. Jetzt ist er draußen, oder? Oh Mann. Egal. Sexy. Mit Doppel-G vor allem. Ganz wichtig. Mit Doppel-G, ganz wichtig. Wisst ihr, warum Rainer mit AI geschrieben wird? Weil das absolut wichtig ist. Rainer Lehr, Rainer Lehr. Oh, Bipsi, Bipsi. Nee, Bipsi, Bipdi. Nee. Bipsi, Bipdi. Nee, Bipsi, Bindi. Wie auch immer. Was? Genau. Jetzt können wir loslegen. Blablabla. Zeig ich dir, wo der Frosch die Locken hat. Bitte? Was hat der Frosch? Ich zeig dir, wo der Frosch die Locken hat. Ich finde den Spruch immer geil. Ich weiß nicht. Ich fand den Spruch schon immer lustig. Schon heftig, wie schnell seine Augen hin und her gehen, würde sagen, Lügenlord. Ja, war ganz ernsthaft, mein Hans. Wirklich mal ernsthaft. Warum beleidigst du mich die ganze Zeit? Was habe ich dir denn bitte getan, Alter? Ja. Egal wie schlecht du mich findest oder wie viel Scheiße du über mich gehört hast oder über mich glaubst zu wissen oder sonst was. Ich habe dir vor allem nie was getan. Und du hast vorhin irgendwas von den Hater-Weibern gesagt, über die du, von denen du viel weißt über mich. Du kannst nicht von jemandem, der vorsätzlich kommt und mich anfängt zu beleidigen oder anfängt mir schöne Augen zu machen und dann hier irgendwelche Blödsinn über mich herausfindet und dann nur die schlechten Sachen von mir verbreitet. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ich habe auch sehr viele gute Eigenschaften und auch schon auf YouTube und auf Juno und überall schon gezeigt. Welche von meinen guten Eigenschaften kennst du denn? Du siehst nur das Negative an mir, nicht das Positive. Und jetzt sag bitte nicht, es gibt nichts Positives. Also, ich dachte jetzt schon, Lachflat ist eingefroren bei mir. Hans möchte vielleicht in Rainers Fußstapfen. Aha! Aha! Hans, das sind aber ziemlich große Fußstapfen. Aha! Welche Schuhgröße hast du? 50. Ich wüsste nicht, Babsi. Gibt genug Aufnahmen, von denen du dich wieder... Oh, warte. Ja, es gibt immer Aufnahmen von dem und dem, aber ihr vergesst immer eine einzige wichtige, essentielle Sache bei diesen ganzen Aufnahmen. Ihr habt keinerlei Ahnung, unter welchem Hintergrund diese Aufnahmen sind. Immer. Ihr seht irgendeinen Chatverlauf, der meistens auch noch gefaked ist, von der anderen Person, nicht von mir. Und dann seht ihr irgendwelche Audioaufnahmen oder irgendwelche Nachrichten von mir. Ich habe zum Beispiel, bestes Beispiel, ich habe mal einen Chatverlauf gesehen. Ja, da stand Drache oben, mein damaliges Instagram-Profilbild. Ich habe das nie gehabt. Ich habe mit der Person in meinem Leben nicht geschrieben. Ich weiß bis heute nicht, wer das gewesen sein soll. Und da stand halt drinnen, das Geilste ist schon, in dem Chatverlauf stand tatsächlich Sex schreiben mit Doppel-G.
Nur die Hater schreiben Sex schreiben mit Doppel-G. Ich schreibe Sex schreiben, wenn, dann mit EX, wie man es eben schreibt. Aber ich habe das noch nie mit G geschrieben, noch nie. Das ist eine Erfindung der Hater. Und es gibt nach, Alter, daran merkst du, dass das fake ist. Natürlich. Habe ich ja gesagt, das meine ich ja. Und es gibt sehr viele solche Chatverläufe, wo dann irgendwelche reellen Audioaufnahmen von mir drinnen sind, die ich auch gemacht habe. Aber die schriftlichen Sachen, wo die andere Person geschrieben hat, verändert waren. Möglichst gut, ne? Eine freundliche Nachricht. Und dann von mir kommt plötzlich, man redet über irgendwas, keine Ahnung, übers Wetter. Und von mir, die Sprachnachricht von mir kommt dann, oh ja, du hast geile Brüste oder irgend so ein Blödsinn. Und ich denke mir einfach nur, ja, genau, weil ich auch so ein Idiot bin, der herkommt, du redest übers Wetter und ich sag, oh, du hast ein geiles Ding in der Hose. Also für wie blöd haltet ihr mich eigentlich? Also ganz im Ernst, das sind einfach gefakte Nachrichten. Das ist schon so oft der Fall gewesen. Na, da kommen Leute irgendwo her und sagen, ja, du schickst dir immer gleich Nacktbilder rum. Nein, tue ich überhaupt nicht. Ich schicke Nacktbilder rum, wenn ich mit einer Person längere Zeit schreibe und diese Person mir auch welche schickt. Nicht anders. Also, völliger Bullshit. Zumal ich, glaube ich, noch nie Nacktbilder verschickt habe, wenn ich mit einer Person noch nicht richtig reell gesprochen habe. Also, dass ich sie auch höre. Aber abgesehen davon. Also, das heißt, wenn du mit jemandem telefonierst, hast du schon mal so Bilder verschickt? Ja, ja. So ist es ja entstanden, dass die Hater diese Bilder hatten. Und das dann veröffentlicht hatten. Und die Sachen, wo dann veröffentlicht wurden, damit haben sie mich versucht zu ärgern. Das ist mir aber von Anfang an am Arsch vorbeigegangen. Und dann bin ich hergegangen und habe jetzt nach ein paar Jahren meine Bilder auf Pornhub veröffentlicht. Unter anderem auch die Bilder und auch welche, die noch nicht veröffentlicht waren. Um eben einfach zu zeigen, dass mir das komplett am Arsch vorbeigeht, dass mich das nicht interessiert. Stopp! Du lügst. Warte, dass ich lüge überhaupt nicht. Warte. Hä? Nein, jetzt warte mal bitte. Wo habe ich gelogen? Warte. Jetzt hast du gelogen. Jetzt habe ich dich an den Eiern. Lüge. Warte, sag nichts. Lüge. Jetzt habe ich dich. Warte, sag nichts. Du hast gesagt, die Sachen, die du bei Pornhub veröffentlicht hast, die gehen dir am Arsch vorbei, richtig? Das ist gelogen. Nein, die gehen da in dein Arsch rein, haben wir die gehen nicht. Ich sagte die Bilder. Ich sagte die Bilder, richtig? Nein, du sagst. Ich sagte die Bilder. Ich sagte die Bilder, die ich veröffentlicht habe, gehen mir am Arsch vorbei. Und selbst wenn du mich jetzt verarschen willst damit, ich habe kein Bild, wo ich irgendwas mir in den Arsch schiebe, nicht eins. Ich habe nicht ein einziges Bild, wo ich mir was in den Arsch schiebe. Nicht ein einziges. Ich habe ein Video gemacht, aber keine Bilder. Ah, läuft bei dir mal Musik oder irgendwas? Weil ich höre den nämlich nicht mehr. Ich höre dich nicht. Lach, Flat, ich höre dich nicht. Hä? Ich lüge überhaupt nicht die ganze Zeit. Kein Ton. Also ich höre dich nicht. Man hört ihn noch. Man hört ihn nicht mehr. Ja, man hört dich auch nicht mehr. Haha, ich sterbe, kein Ton. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ich höre ihn. Mach einen Ton an, Johnny. Tu nicht so, als würdest du mich nicht hören, Alter. Wie lange willst du das jetzt machen? Ich höre dich nicht. Jetzt mal ohne Spaß. Tut es so oder höre ich den wirklich nicht? Ich höre ihn nicht. Nein.
warte mal kurz. Geht das, wenn ich F5 drücke, dass ich bei dir wieder reinkomme direkt? Weil ich höre dich echt nicht. Ach, falsche Webseite. So, einen wunderschönen guten Tag. Seid ihr noch da? Seid ihr gut drauf? Ich brauche ein O! Ich brauche ein Yo! Ich brauche ein A! So. So, jetzt auch noch Standbild. Hä? Winkler, endlich ist er draußen. So. Lauf jetzt mal ernsthaft. Wieso bist du so nett zu dem, obwohl er dich als Pedo... Jetzt hört ihr mich? Memo? Ja, super. Besiegt! Jawohl! Wir haben den Ton besiegt! Wir haben jetzt wieder Ton! Hashtag besiegt! Soll ich nochmal rein? Ja! Nimm den Dicken wieder. Soll ich den Dicken zuerst nehmen? Okay, gut. Okay, danach kannst du nochmal rein. Warte, erst nehme ich den Dicken. Ach so! User is not longer watching. Okay, du bist nicht mehr da, lieber Hans. Ich habe dich rausgenommen. User is not longer watching your broadcast. Ja. Jetzt höre ich dich wieder. Keine Ahnung, warst auf einmal war der Ton weg. Ja. Ich habe erst gemeint, du spielst das dann irgendwann. Aber ich habe dich echt nicht gehört. Ja, ja, nee, das habe ich auch dann irgendwann gespielt. Aber ich habe dann bemerkt, dass du mich nicht mehr gehört hast. Ach so. Ich dachte erst kommt das, dieser Spruch, Wichse macht taub, das kommt zum, ja, zum Vorschein. Aber, ja. Wie oft Wichse okay. In der Woche, du Pornostar? Ich bin kein Pornostar und obwohl auf Pornhub, im Vergleich zum letzten Mal, wo ich bei dir war, bin ich tatsächlich mittlerweile Model auf Pornhub. Du merkst schon, dass ich nicht lache, ne? Das war jetzt nicht witzig. Ja. Doch, ich finde es sau lustig. Gino, danke. Und wenn du es nicht lustig findest, ich finde es lustig. Na, sag mal jetzt mal, wie oft in der Woche? Das kann ich dir nicht beantworten, weil ich es selber nicht weiß. Es ist ja nicht so, dass ich Strichliste führe. Ja, Bro, wickst du am Tag zweimal? Ja, ja, manchmal wickse ich in der Woche siebenmal, manchmal wickse ich in der Woche bloß zweimal. Das ist, kann ich dir nicht beantworten. Das ist unterschiedlich. Ich habe jetzt die Woche zum Beispiel noch gar nicht gewickst. Das ist Mittwoch. Hat PH dich gesponsert, Rainer? Ja? Ach, Pornhub. Nee, aber ich verdiene mittlerweile Geld auf Pornhub. Wie gesagt, ich bin mittlerweile Model da. Das heißt, ich habe da quasi einen Verifizierungsstatus. Also auch mit Geld. Das ist ein Witz, ne? Nein. Alter, warte mal, du hast... Warte, ich kann es dir sogar sagen, wie viel ich diesen Monat verdient habe. Das ist nicht viel. Darfst du nicht sagen. Nein. Warte, ich guck nach. Also, ich bin eingeloggt. Ich habe auch Verbot. Ich habe auf der Stripseite, wo ich... Bro, hör zu. Auf der Stripseite habe ich letztes Mal ein Dings bekommen, wo ich drüber geredet habe. Nicht reden, also... Erotikbranche darfst du nicht sagen. Wenn sie mich da rausstreiken, ist mir das egal. 9,63 Euro. Bis jetzt. Geil. Das ist morgen sowieso schon wieder anders. Na, Hans freut sich. Wie viele Views auf Pornhub? Das ist gerade wieder geschlossen. Warte, wo ist es denn jetzt hier? Ach, gehst du her. Die gesamte Aufrufzahl auf meinem Kanal sind 39.400 und 842 Abonnenten. Also hast du jetzt wirklich vor, weitere Videos zu drehen? Was heißt vor? Ich hatte von Anfang an nicht vor, da groß was zu machen. Ich überlege es halt eventuell ab und zu mal ein paar Bilder hochzuladen oder so. Keine Ahnung. Was ist denn diese Aktion jetzt mit diesem in den Arsch geschoben, oder? Du hast ein riesen Ding in den Arsch geschoben, oder? Also du hast ja gemeint, ich habe gelogen wegen den Bildern. In den Bildern habe ich das nie gemacht. Bilder sind lediglich das, was du von Ding gekriegt hast. Da gibt es zwei, drei, wo ich ganz drauf zu sehen bin. Und es gibt halt so Intimbilder, ne, untenrum und so.
Ansonsten, oder auch mal mit der Hand oder so. Ansonsten gibt es ein paar Videos, wo ich am Wichsen bin. Also, und es gibt eins, wo ich unter der Dusche bin und mich rasiere. Und es gibt eins, und das ist jetzt das Neueste aktuell, wo ich unter der Dusche bin, da hatte ich eben Lust mal wieder. Und da habe ich habe zwei, ich habe einen rosanen und einen schwarzen. Deswegen heißt das Video auch klein und rosa, groß und schwarz. Und der kleine rosane ist so für den Anfang gewesen. Da habe ich ein bisschen was gezeigt und halt dann hat der große schwarze. Und das war halt deswegen auch, weil die Hater oder halt auch generell ein paar Viewer gemeint haben auf die Bilder, weil ich habe auch schon meine Spielsachen. Ich habe verschiedene Kategorien für meine Bilder. Und da habe ich eben eine Kategorie mit Spielsachen, da sind halt meine ganzen Spielsachen so dabei drauf. Ich muss, ey, hoffentlich nehmen die das nicht auf. Hey, Arschlöcher, hört auf, das zu veröffentlichen, jedes Mal im Scheiß-Internet, Alter. Ich bin nicht Lachble. Hallo, mein Name ist Giorgio. Ich bin nicht Lachble. Borat. Nein, ich habe ihn entfohlen. Ist Borat. Ist Borat. Der Lachble ist im Keller. Ich bin der Giorgio. So, erzähl, was du mit diesem schwarzen Schwanz gemacht hast. Hat dir gerammt in die Arsch, komplett. Ja. Scheiße. Wie groß das Ding ist hat. Zeig uns. Ich kann es dir nicht zeigen, weil es ist ja. Wir brauchen ein Hechte, keins. Hinterher fliegen wir beide. Ich habe nicht gesagt, du musst es dir jetzt in die Asche schieben. Ich habe gesagt, zeig uns das. Auf geht's. Ich kann ja wohl schlecht jetzt den Gummischwanz hier reinhalten. Nein, stopp. Drache. Ja, darfst du nicht. Bro. Ja, darum sage ich hier. Ja, hör zu, ganz kurz. Wichtig, du musst ein bisschen aufpassen jetzt. Also nicht ein bisschen aufpassen, jetzt totaler Schwachsinn, was rede ich. Also, du bist, also nicht Dildos raushängen lassen, tralala, oder irgendwelche Wichsgeschichten übertreiben, also nicht übertreiben, wichtig, weil die sind momentan im Umbruch, die wollen das Ding ein bisschen vernünftig machen und so weiter und so fort. Da ist auch richtig, habe ich ja schon, dafür will ich ja schon kämpfen, seit ich auf Junior bin, Alter. Ich habe von Anfang an gesagt, dass man versuchen muss, da irgendwas gegen zu machen, gegen diesen ganzen Scheiß, dass das immer ein bisschen freundlicher ist. Weil viele YouTuber, es haben ja viele YouTuber hier gestreamt. Ja. Okay. Und viele YouTuber sind von der Seite weggegangen, weil ja. Ich höre dir zu, Freund. Ich bin der Giorgio, Mann. Ich habe gerade Lachfleck wieder entführt. Jetzt komm, schnell, die nehmen uns auf. Was hast du erzählt mit deinen YouTubern? Erzähl, ich kenne keine. Ich habe nichts erzählt. Viele YouTuber sind weggegangen von der Seite und haben auf YouTube unter anderem auch Videos gemacht. Und von YouNow. Und haben auch gesagt, dass die nicht mehr hier streamen oder hier mal nicht streamen sollte, weil halt hier viele Pädophile sind und so ein Zeug. Und viele halt ekelhaft, und viele andere Sachen. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber da kann man gegen kämpfen. Ja. Ja, du kannst dein Speer rausholen und du kannst jede Abstesse mit deinem Speer, indem du dein Glück Schwert hast. Bitte, ja? Na, dein Schwert. Ich habe gehört, du hast ein Speer, nicht ein Schwert. Ja, die Hater behaupten, es ist ein Speer. Ich sage, das ist ein Schwert. Ist das ein Speer? Und jedem Speer überleben. Das, nein, stopp. Giorgio interessiert nur ein einziges Sache. Schwert, weil ein Schwert schiebt man in die Scheide. Yeah, aber du schiebst ja nicht nur in die Scheide, du Idiot. Was laberst du wieder? Ja, aber ein Speer schiebst du ja nirgendwo anders rein. Ja, warte ein Speer, doch mal. Mit einem Speer stichst du Leute ab. Aber ein Schwert kommt in die Schwertscheide rein. Sei doch mal ruhig, deswegen, hey, lass mal Giorgio ausreden jetzt. Die Sache ist, glüht dein Speer, darum geht es, Bruder. Nein, dann macht ihr nicht das Speer, ist nicht am Leuchten. Braucht nicht am Glühen. Ja, geht ja darum, Glühen, weil ich habe ein Feuerschwert. Ach, ein Feuerschwert, ich verstehe. Oh, du Scheiße, Mann. Hey, wie gesagt, Schwert in die Scheide. Was gibst du da, Mann? Sag mal, was gibst du da? Giorgio will auch was von diesem Zeug. Der sagt einfach, hey, mein Schwertspeer. Eieiei. Lass ich das. Ananas. Aber steckst dir bitte nicht in den Arsch, bitte. Nicht auf YouNow, Mann. Der war auch klein, glaube ich, oder? Hey, Giorgio macht nur Spaß. Sag mal, wenn du dich drauf setzt, spürst du nicht, oder? Diese kleine Flasche. Oder doch? Was mache ich mit einer kleinen Flasche? Ist egal, ich liebe dich, du bist verrückt, Mann. Giorgio mag dich, hey, wenn du irgendwann bist bei mir, dann kommst du zu Besuch. Wir haben eine ganz große Familie. Du bist bestimmt verfumpft, aber ist egal, kein Problem. Willst du dich jetzt anlegen in der Mitte? Ich bin aus der Italien. Ich komme aus Italien. Ah, aus Italien, okay. Du hast eine halbe Italien aufgegessen, Mann, bei diesem Bauch. Ich bin ein Viertel Italiener.
Also deswegen, Kleine. Ich bin wirklich ein Fürleder. Ja, ich verstehe jetzt. Jetzt wird einiges klar. Holy shit, Mann. Du bist ein verrückter Typ. Hast du Brusthaare? Deswegen wahrscheinlich auch mein extremes Temperament immer. Hast du Brusthaare, Bruder? Ja. Oh mein Gott. Die kann man ja rausreißen. Das magst ist tatsächlich, das ist magst tatsächlich du das? Nein, magst du das, wenn einer dir durch die Haare geht? Nö. Du bist richtiger Comedian, Mann, Alter. Ich bin tatsächlich sogar recht wenig behaart. Wenn ich meinen Vater angeschaut habe, ey, wenn der im Sommer mal sein T-Shirt ausgezogen hat, wenn er hart gearbeitet hat und geschwitzt hat. Mein lieber Scholli, ey, das war ein echter Bär. Also von der Behaarung her. Da hat er mal erzählt, ein Arbeitskollege, hat er auf der Arbeit, ist er LKW gefahren, ist aus dem LKW gestiegen, hat sein Zeug zusammengepackt. Ja, er hat sich dann außen am Wasserhahn, hat er sich dann abgewaschen im Sommer. Ja. Tut das T-Shirt runter, legt es an die Seiten, wäscht sie halt ja. Ein bisschen sauber. Der Kollege hockt außen, raucht eine, schaut ihn so dabei zu. Mein Vater geht wieder an den Tisch, will sich das T-Shirt nehmen, sagt der Arbeitskollege zu ihm. Ja. Ja, jetzt war es aber garantiert, dass der Mensch vom Affen stammt. Ja. Hat er mal erzählt. Ja. Oh mein Gott. Komm, laber nicht. Warte, was labern die Leute? Babsi, so viel wie du immer laberst, ne, kann ich echt nicht. Ja, aber ganz ehrlich, frag mal, ob er sich auch Gemüse gemacht hat rein. Sieben. Niemals. Der Gemüse? Nein, der hat niemals Gemüse rektal analysiert, ja. Ach, komm, die mit ihrem Blödsinn. Ich hab. Stopp, ganz kurz. Giorgio, ja, siehst du. Wenn du so viel redest und der Giorgio nicht aussprechen lässt, kommt der... Ich glaube, jetzt steht der Chat bei mir. Ja, du musst langsam sein. Giorgio, ich habe den Chat angehalten, okay, weil du locker bleiben musst. Ich habe eine Frage. Hast du schon mal Gemüse rektal analysiert? Hörst du mich, Rainer? Rainer, er bekam der Rainer und der hat das Ding geritzt. Was hat der, was ich nicht han? Was willst du, sag mal, was willst du denn mit so einem Mann? Oh. Boah, heute war zu heftig, ja, mit den Jungs. Roman, hi, grüß dich. Hat die verlassen angelangt. Boah, ich schwöre, Blacklein, ich kann nicht schlafen wegen den Jungs. Ich schwöre, die machen mich irre. Boah, aber jetzt mal im Ernst. So, wir nehmen mal den Ranz rein, der ist die ganze Zeit. Aber ich muss irre. Na, warte mal, jetzt hör mal zu, was hier passiert, Mann, jetzt. This user is not long watching your broadcast. Geh mal raus, du bist zu lange im Gast, Mann. Geh mal raus, komm mal nochmal rein, dann können wir nochmal probieren. Mensch, holy shit, Mann, wo ist Drache? Drache wird jetzt hier nochmal hier Kampfansage bekommen, wir gucken, rennen. Mir schreibt jemand über Messenger, hast du Zeit zum Chatten? Ja, Bruder, mach mal nachher. So, wo ist er? Da ist die Mettwurst. Ja, Aulum, ich muss schlafen gehen, ja. I'm so hard-headed. Warte. Ich hab dir schon gesagt, dass ich eigentlich eher für Mortal Kombat bin. Hier ist der Mann, der einmal zuschlägt, aber wo zweimal aufgeschrien wird. Hier, man nennt ihn auch den Drachenzeb, nur mit einem Blick. Hier ist er, euer Drachenlord. Also, Hans, du beleidigst meine Mutter, du beleidigst meinen Vater, du beleidigst mich mit Behindertensprüchen. Du redest davon, dass ich keinen Respekt habe. Oder fragst mich, wo mein Respekt ist. Respekt wofür? Einen Typen, der genauso gewichtig ist wie ich und mich als fett bezeichnet?
Ein Typen, der dümmer ist als ich, auch wenn er sich für schlauer hält, aber nur am Beleidigen ist, mich als Unterschichtler bezeichnet, obwohl er keine Ahnung über meinen Verdienst hat, meinen reellen Verdienst. Nicht das, was alle erzählen, nicht das, was alle posten, sondern wirklich meinen reellen Verdienst, nennt er mich Unterschicht. Hat aber selber keinerlei Vorgaben, was er irgendwo verdient. Du laberst einen Haufen Bullshit, Junge. Du kommst hier rein, beleidigst mich, tust hier auf Macker, weiß der Geier was, ja, als hättest du hier die Muggis, Alter, wie ein Bär, Mann. Ja? Hast du irgendwelche Vorkenntnisse? Du sagst, du haust mir einmal auf die Fresse und ich fall um? Hast du denn irgend... Mann, Johnny, hör auf, mir so Schwätze machen. Ich habe 6 Jahre Kampfsport gemacht. Gut, natürlich, ne? Fettwops ist mittlerweile der... Ich muss das jetzt mal weggucken, ja. Fettmops bin ich mittlerweile auch, ja? Ich habe dich nicht einmal beleidigt. Fetti? Alter, das hast du zu mir 100 Mal gesagt. Und Fetti ist für mich keine Beleidigung, weil ich bin fett und du bist's auch. Also brauchst du mir hier nicht irgendwann einen Schwachsinn von wegen Fetti ist eine Beleidigung bringen. Das gleiche gilt für Presswurst, Alter. Junge, ich habe eigentlich ein Video auf YouTube vorgehabt, ja? Wo ich mir gedacht habe, ich sag jetzt mal die Sachen hier, was hier waren. Und habe mir ein Bild von dir rausgesucht gerade. Wo du auf einer Treppe sitzt. Junge, kannst du deinen Schwanz überhaupt noch sehen? Ey, Junge, ohne Scheiß. Ey, entweder war das Bild einfach aus einer beschissenen Perspektive und davon gehe ich sehr stark aus, weil ich mich ein bisschen mit Video und Fotografie auskenne, weil ich mich damit beschäftige. Das ist mein Beruf, auch wenn du mich als asozial bezeichnest, der keine Arbeit hat. Das ist mein Beruf. Ich arbeite damit und lebe davon seit 3,5 Jahren oder 4 Jahren mittlerweile fast. Fakt ist, du hast hier nur rumbeleidigt, die ganze Zeit. Das kann dir hier jeder bestätigen, der hier nicht irgendwie jetzt bei dir lutscht. Weil der Fakt ist nämlich der, dass jetzt gerade bei mir der Streuer vorbeifährt. Fakt ist nämlich der, dass du hierher kommst und rumbeleidigst. Fakt ist der, dass du hier die ganze Zeit irgendwie erzählst, was ich irgendwann, irgendwo, irgendwie mal gemacht habe. Aber das ist absolut uninteressant, denn es geht jetzt, hier und jetzt, gerade um dich und mich und das, was wir hier machen. Und du beleidigst und ich nicht. Da frage ich mich, wer von uns ist der Assi? Das ist das gleiche wie mit meinen Hatern immer, die sagen, ja, du hast aber das und das mal im Internet gesagt und dann vor meiner Tür stehen und mir Scheiben einschmeißen. Alter, habt ihr noch alle Waffen in der Latte? Das muss man nie mit einer Waffe in der Latte machen. Also im Ernst, Junge. Wirklich, im Ernst. Du bist null real. Entweder spielst du das hier alles und beleidigst absichtlich, damit du ein bisschen Fame kriegst, weil du dadurch Aufmerksamkeit generierst. Ich weiß nämlich auch, wie das Spiel funktioniert. Oder du bist wirklich einfach nur ein kleiner Lappen. Und übrigens, als du gerade gesagt hast, dass du bei mir mal im Stream warst, ist mir wieder eingefallen, wer du bist. Ich habe dich auf YouNow hier mal geblockt. Und zwar aus dem Grund, du bist zu mir in den Stream gekommen, nachdem ich schon andere Gäste gehabt habe, einer der Gründe, warum ich keine Gäste mehr nehme, und hast mich rumbeleidigt. Und weißt du, was das Geilste war? Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch meinen Teamspeak. Wir haben uns den Arsch drüber abgelacht. Da kommt ein Fetter rein und beleidigt mich als Fett. Ey, wir haben uns eine Woche lang den Arsch abgelacht darüber. Das gilt für viele. Und du meinst im Ernst, dass du mich umhauen kannst? Ich bin über 1,90 groß und wiege fast 200 Kilo. Also wenn du nicht zufällig Premium-Boxer bist, bezweifle ich, dass du mir auch nur einen Schaden zufügst. Zumal ich früher Kampfsport gemacht habe. Ich weiß ja nicht, ob du irgendwas gemacht hast, deswegen lehne ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster. Aber ich habe auf jeden Fall Vorkenntnisse. Auch wenn sie nie irgendwie im Verein waren. Bin ich also mal gespannt, ob du irgendwas ansatzweise mir entgegenzusetzen hast. Vor allem, wenn ich mal wieder einen Monat oder zwei Training habe. Bin ich mal gespannt, was du dazu zu sagen hast, Alter. Weil du kannst ja nur rumbeleidigen. Das ist zumindest das Einzige, was ich bis jetzt von dir mitgekriegt habe. Du kommst zu mir, beleidigst dich rum, sagst über mich Sachen, von denen du keine Ahnung hast, weil du das alles aus zweiter oder teilweise dritter oder vierter Hand erst hast. Hast also keine Ahnung, ob das Fakten sind oder irgendwelches Gelaber von Leuten, die selber zu dumm sind zum Scheißen. Ich weiß aus erster Hand, was du für ein Arschloch bist, weil du dich hier wie ein Arschloch verhältst. Und das war jetzt die allererste Beleidigung. Punkt. Damit bin ich fertig. Und hab nichts zu saufen da. Das war die Kampfansage vom Drachenlord.
Und es wird auf jeden Fall einen Feind geben, Leute. Es ist wahr, es ist richtig, ihr habt's richtig gehört. Drachenlord kämpft gegen Hans Entertainment. Yeehaw! Wow, was eine Ansage. Das war das mit deinem Promotion-Team, also war das mit deinem PR-Management abgesprochen? Ja, das ganze Sache. Dafür brauche ich kein PR-Management. Ja, perfekt, wenn man die Texte selber fahren. Ja, sehr gut. Der offizielle World is Hans Entertainment, der Kampf des Jahrhunderts. Ich schreibe meine Texte wenigstens selbst. Ah, oh mein Gott, oh mein. Meine Texte sind außerdem real. Außerdem sind meine Texte real. Und nicht irgendetwas, was irgendjemand für mich geschrieben hat und ich teile was davor, was ich keine Ahnung habe. Alles, was ich sage und in meinen Songs singe, und ja, ich habe ja meine Songs, alles, was ich in meinen Songs singe, ist echt, weil ich diese Sachen wirklich erlebt habe. Also ich brauche nicht vorzugeben, jemand zu sein, der ich nicht bin. Oh mein Gott, also ich finde es schon, also wir könnten das echt machen, ne? Ich wäre ja für Kickboxen tatsächlich. Ehrlich gesagt wäre ich für Muay Thai, aber da wird der auf keinen Fall Chancen haben. Ja, Muay Thai, was heißt für dich Muay Thai? Ja, Muay Thai. Also, ja. Ne, können wir nicht machen, ne, weil das ist ja Exitus. Aber K1-Style halt, ne? Ja gut, aber da ist Ellenbogen ja nicht drin, das ist der Punkt. Ja, also, deswegen sage ich ja, das hier können wir nicht machen. Also, ja. Oder mit dem Kniederspringer können wir auch nicht, ne? Also... Knie geht, also man kann Kickboxen machen, K1-Style-Transitverkehr. Hör mal, ganz kurz, wie sieht das aus? Kann der echt singen? Sollt man das? Hör mal, Hans, ganz kurz. Nee, ich kann nicht singen. Was ist mit Kickboxen? Hans, bist du für Kickboxen? Ist das okay? Mit Treten? Zu der Aussage, nein, ich kann nicht boxen, aber ich gebe auch nicht vor, es zu können. Die Frage ist nur, ob er auch Beine hochbekommt. Ich überlege die ganze Zeit. Ich krieg sie. Ich bringe sie nicht mehr so hoch wie früher, weil ich dafür. Ich schwöre so. Ich hab keine Kopfhörer auf, warte mal. Oder halt sie schwer. Schuhe ausziehen. Du schneidest noch deinen Fuß, Bruder, mach locker. Haben wir noch ein Ding, wenn meine Mutter so ein Kind. Ich bin bis zur Hüfte 1 Meter, ne? Das hier ist 1 Meter, das hier. Ich hab auch 1 Meter. Das heißt, geht nicht ganz 1 Meter hoch. Ja. Ihr werdet nur mein Bein sehen. Ja. Ach, scheiße. Das ist schon drüber gegangen, ich war bloß nicht weit genug dran. Ich bin. Warte. Johnny, schau hin. Schau, ich bin da bloß an was gestoßen, warte. Hier. Ich muss jetzt so machen. Das hat man bloß nicht gesehen, weil das Bein nicht lang genug war. Boah, nochmal. Alexa, scheiß nicht im Arbeitszimmer. Au. Alexa, scheiß nicht im Arbeitszimmer weiß. Vater. Oha. Hier, Amana! Boah! Ich schwöre, boah, Hans, du bist am Arsch, Bruder! Boah! Kickbox! Ich bin. Ach so, scheiße! Kickbox, Alter! Oh, ich hab Kopfschmerzen, Bruder! Du fickst meine. Bruder, setz dich hin! Das war 1 Meter, mindestens! Und das war mindestens 2 Meter! Nein, 1 Meter! Vielleicht 1,10 höchstens. Boah. Ich bin außer Übung. Oh, bitte, lieber Gott, krass hier. Wie gesagt, ich bin außer Übung. Das war etwa 1,10. Wie gesagt, das Sofa, wenn es steht, ist ungefähr 1 Meter. Aber ich muss es von der Seite machen. Ich bin bloß vorhin gegen meinen Teller gestoßen. Das ist alles. Und da hat man mein Bein gesehen, weil das Bein nicht lang genug war. Was hast du umgetreten gerade? Kampfsport. Gar nichts. Ich bin bloß mit dem Arm bin ich gegen meinen Tisch da drüben gestoßen. Und da liegt ein Teller drauf und der war ein bisschen rausgeschoben.
Boah, das war. Leute, es wird der Kampf des Jahrhunderts, Motherfuckers! Are you ready for the fight? Are you ready? Ist bloß, dass Hans vermutlich keine Chance hat, auszuweichen. Und ich habe ja schon gesagt, je nachdem, es kommt darauf an, wie Hans Lust hat. Ich denke mal, er wird mindestens 2 Monate Zeit brauchen. Ich wäre mit 1 Monat zufrieden. Und in 1 Monat intensives Training, der ist fertig. Und ich habe kein Problem damit. Du hast ja gesagt, wie ich trainiere und alles, ne? Johnny. Kriegen wir hin? Was willst du? Und du hast ja gemeint, auch wegen einem Trainer, einem Monat oder irgendwas, Vorbereitung für den Kampf. Ja, Monat Training. Monat Training. Der hat keine Chance. Was ist. Ja, okay, das kriegen wir. Leute, haha, wie er schnauft. Jungs, ich schnaufe überhaupt nicht, Alter. Ich schnaufe überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ah, hä? Schnaufe ich etwa? Nee. Also ja, ich schnaufe, das ist ja der Stick. Ja, da muss ja immer, dass der Luft kriegt. Ist ja normal, dass der Luft nimmt. Außerdem Raucher und so, ne? Ich schwöre. Der Fight des Jahrtausends. 20 Sekunden, beide kippen um. Die bewegen sich, machen 2 Tritte und kippen beide um. Vor keine Luft. Oh mein. Hä? Mach ich auf jeden Fall einen lauten Eindruck, oder was? Nein. Nee. 2 Dritte. Also. Wie ich schon gesagt habe, ich bin halt nicht so fit, wie ich mal war. Früher, du kennst doch eine blaue Mülltonne, ne? Ja. Wiegst 50. Über die habe ich drüber getreten früher. Vor 2 Jahren oder was? Oder vor 1,5 Jahren. Über 1,50 drüber getreten? Ja. Ich bin ja 1,90, muss dazu sagen. Ich bin aus der Hüfte 1 Meter. Ich weiß nicht, wie hoch ist denn eine blaue Mülltonne? 1,20, 1,50, ich weiß es nicht. Ja, bestimmt. Ja? Ja, 1,50 ist die bestimmt nicht, aber. Ja, große. Ja, 1,20, 1,30 wird es schon sein, mindestens. Weil bis zur Hüfte bin ich genau 1 Meter, das weiß ich. Und die ist ein bisschen größer, also die geht mir, weiß nicht, bis hier oder so. Also 1,20 wird es schon sein, denke ich. Die ist sicher 2 Meter. Nee, die ist keine 2 Meter. Ja, warte, lässt sich doch nachprüfen. Wenn die Mülltonne liegt. Große Mülltonne, Größe in Maßen. So. Ist doch mein Alter. 130 Liter ist es, die ist 1,9, also 1,10 Meter ungefähr. Naja, das ist ungefähr die Höhe, über die ich jetzt auch getreten habe gerade. Wie groß? Also hier steht eine. Moment, wo war es jetzt? Eine 360 Liter Mülltonne, also das ist diese große, wo ich da habe, ist 1,09 Meter, also 109,8 Zentimeter, also 1,10 ungefähr ist die hoch. Von daher. Oh mein Gott, mein Bild ist jetzt hier mit zerstört. So, also. Was ist zerstört? Das Weltbild von Justin. Warum ist es zerstört? Hast du mir nicht zugetraut? Nein, das war ja nicht böse. So, nee, habe ich auch nicht gemeint. Ich würde aber auch gerne nochmal den Kick sehen, ja. Den werdet ihr wahrscheinlich. Bist du auf YouTube, da wirst du auf YouTube mit Sicherheit irgendwo einen Remake-Mix von irgendeinem Song finden, wo ich ständig über das Sofa trete. Die Frage ist nur, ob das noch lustig ist, wenn Hans Entertainment in der Matte liegt und nicht mehr schauf kann. Ansage, Lord, ist da. Immer, das ist keine Ansage, das ist immer eine Tatsache. Also ich weiß. Die Sache ist, ich weiß, was ich kann. Boah. Und ja, ich bin außer Übung. Weit außer Übung. Und wiege viel zu viel. Ich will ja sowieso das Jahr was dagegen machen. Es ist sowieso ein guter Ansatz. Ja. Innerhalb von 1 Monat kriege ich den fertig. Lässig. Ich kriege ja den auch jetzt fertig, wenn ich wollte. Der Witz ist ja immer, dass die Hater, die immer hier vor meiner Tür stehen, immer, du kannst ja nichts, du machst ja nichts. Ja, richtig. Ich mache nichts, wenn ich es vermeiden kann. Weil ich mich unter Kontrolle habe. Aber wenn es ein richtiger Kampf wird, richtig mit Regeln, auf die Lichter. Ich habe nur gesagt, dass ich keine Lust drauf habe, weil ich Gewalt nicht ausstehen kann. Aber wenn es sein muss, dann muss es sein. Und der hat, ganz ehrlich, ey komm, der hat es doch provoziert, Alter, ohne Scheiß.
nur am Rumbeleidigen und dann auch noch auf meinen Vater und meinen verstorbenen Vater und auf meine Mutter, ey, Alter, ohne Scheiß. Und dann auch noch Behindertenwitze, darauf komme ich überhaupt nicht klar. Also sowas, das geht gar nicht, Alter. Aber diesen Behindertenwitz, der hat dir den Kick gegeben, oder? Dass ja. Da bist du ja. Durchgedreht. Ja, sowas packe ich überhaupt nicht. Ich habe Freunde, die Behinderungen haben. Und ich kenne auch jemanden, der ist mittlerweile gestorben, der hat Down-Syndrom gehabt. Das ist nicht lustig. Nein, das ist okay. Und ich kenne viele Leute. Und auch die Aussage mit sitzt im Rollstuhl, ich kann sowas nicht ausstehen, Alter. Diese Scheiße, Alter, ich ganz ehrlich. Dafür wird er bluten, ey, ganz ehrlich. Oh. Boah. Behindi, Kindi, wegen dir wurde der Behindertenausweis erst eingeführt. Warte, ich wollte mein Image gut machen. Hans, ohne Scheiß. Hans, ohne Scheiß. Lass es. Ich meine es ernst. Lass es. Du wirst es bezahlen. Das verspreche ich dir. Ganz im Ernst. Du wirst das bereuen, was du sagst. Das glaubst du mir aber. Du glaubst nicht dran, Johnny, oder? Nein, ich lache über dein Gesicht, wie ernst du guckst. Ich stelle mir gerade vor, wie du das Ding einführst und da redest du. Ich werde es dir zeigen. Ich setze mich auf den Riesendildo. Du meinst das schon ernst, oder? Mit der Ausrichtung. Also, ja, also wir müssen gucken, so groß muss und so weiter. Da habe ich, glaube ich, keinen Bock mehr, weil das ist mir zu extrem mit Angst. Der kriegt sich nicht in den Griff. Ich werde einen Fight organisieren, egal, in einem Club. Da machen wir mit Eintritt, müssen wir gucken, wie wir das machen. Wir lassen dann einfach Donations laufen. Punkt. Vorfeld Donations. Ich würde jetzt sagen, wir machen es das so. Wir klären das mit Juno. Das ist meine Idee. Wir klären das mit Juno. Wir machen entweder das über einen extra Kanal, damit es ganz genau über den Kanal läuft und alle Einnahmen, die davon sind, hinhauen. Und wir machen das ausnahmslos. Wir sagen nicht, wo das ist und was das ist oder sonst was, sondern wir machen das wirklich nur über diesen Kanal im Livestream. Es ist blöd, dass keine Leute reell da sein können, aber auf die Art und Weise sparen wir uns Idioten, die hergehen und dann, und ja, das traue ich den Leuten zu, wenn jemand im Publikum von den Hatern sitzt, dass die irgendwas entweder auf mich oder auf Hans schmeißen, weil Hans hat mit Sicherheit auch ein paar Hater. Drache, hör mir zu, wenn ich was organisiere, da wird sich niemand, egal wer das ist, im Publikum irgendwas trauen. Glaub es mir. Das traue ich dir schon zu, aber ich habe schon Dinge. Mag sein, Schatzi, wenn ich das organisiere, glaub mir, die knicken gegen die 5 da. Also da wird schon Sicherheitspersonal vorhanden. Wenn ich was organisiere, wird schon Sicherheitspersonal vorhanden sein. Die knicken gegen 5, glaubt mir. Das Ding ist aber nur, darum geht es nicht. Es geht einfach darum, es ist zu viel Aufwand. Man müsste es irgendwo einen kleinen Rahmen machen. Mit einem Livestream wäre das ja das Einfachste. Man braucht einen Ring, man braucht einen Richter, man braucht eben ein, zwei Leute, die es dann bezeugen können. Und dann macht man das alles über den Stream. Dann können die Leute alle in den Stream reinkommen. Das kündigt man vorher an. Jeder kann den Kanal soweit fällen oder abonnieren und dann halt reingucken. Und alle können das dann zu dem Zeitpunkt anschauen. Dann kann man dann auch vielleicht das so machen, dass man am Anfang, dass man kurz mit Hans redet und mit mir redet, kurz vorm Fight halt noch. Und dann kann jeder rein, dann können wir in den Ring gehen und dann machen wir uns gegenseitig kalt. Und im übertragenen Sinne natürlich. Und das ist die einfachste Sache, das zu organisieren. Ist zumindest meine Meinung. Es ist, wie gesagt, letzten Endes machst du das. Das ist nur vom Aufwand her das Geringste. Weil wir brauchen lediglich den Ort, wo wir uns bekämpfen. Und wir brauchen lediglich den Ort, wo wir uns bekämpfen. Und dann brauchen wir halt die Sache mit Juno, mit dem Stream halt. Und ich glaube, das ist der geringste Aufwand. Die brauchen keine Handschuhe. Die brauchen keinen Ring. Die machen es draußen vor der Tour. Ohne Handschuhe. Bist du rein? Mach dir keine Sorgen. Ja, wo habe ich eigentlich meine Handschuhe? Ist eine gute Frage. Brauchst du nicht. Das ist alles, das wird schon organisiert. So. Ja, ich brauche schon richtige. Also, ich brauche ja meine Handschuhe. Die müssen ja passen. Ja. Wie ich schon gesagt habe, ich habe das ja früher so mit dem Kumpel und alles gemacht. So, ja, das kriegen wir schon hin mit den Handschuhen, mach dir keine Sorgen. Du brauchst da werden halt wir auch so welche finden in deiner Größe, weil die sind ja, du hast ja pro Millimeter, jede Zentimeter, sehr, da werden wir schon welche finden. So, aber Leute, ganz kurz, es hört sich eigentlich nach einem guten Plan an, finde ich, meiner Meinung nach. Es hört sich nach einem guten Plan an, eine Location, die Jungs müssen anreisen, die kriegen vor Ort das bezahlt, dass sie da eine Übernachtung haben, ja,
Wir werden vor Ort Kameras haben, Equipment haben, damit wir streamen können. Es muss alles organisiert werden. Kampfrichter muss da sein, Punktrichter und so weiter. Das kostet alles Geld, Leute. Es ist nicht günstig. Es wird natürlich eine günstige Variante sein mit Ring und so weiter, wie ich schon gesagt habe. Ja, ihr müsst nach Köln kommen. In der Kölner Gegend, da kriegen wir das perfekt irgendwo organisiert. Easy peasy. So. Der braucht aber einen Tieflader. Nur nach einem Monat würde ich Nemesso die Flash. Also nach einem Monat wirst du Nemesso reden, glaub's mir. Einnahmen spenden sowieso. Pass auf, die Geschichte ist, wir müssen also mit Kinderdings, will ich, weiß ich nicht, ob ich das mit Boxer. Das ist alles so. Es ist gefährlich, weil die Jungs Beef machen werden, es werden Sachen geschnitten, es wird nur Hate laufen im Internet, wenn die Kids da gucken. Wir gucken, wir werden es auf jeden Fall spenden. Wir werden es auf jeden Fall, nochmal, auf jeden Fall komplett spenden. Bis auf die Kosten, die entstanden sind. Wichtig. Übernachtungen, dass die Jungs da was zu essen haben und so weiter. Köln ist optimal. Ja, Köln ist optimal, weil ich da einfach die besten Connections habe. Muss ich halt gucken. Wir müssen halt schauen. Das ist halt privat. Ja, das sind alles private Sachen. Und dann spätestens, dann weiß man, okay, Lachfleisch. Und dann ist es für mich, ich muss gucken, wie ich das mache. So. Ich wette 100 Euro, dass Rainer nicht aufkreuzt. Ja, dann kannst du mir 100 Euro jetzt schon geben. Habe ich schon Spritgeld. Nein, Leute, guck mal, das einzige Problem, was ich habe, ist Drache und Hans. Ihr beiden. Wenn wir annähernd irgendwas in die Richtung Plan machen, tun lassen, besprechen, gibt es, auch wenn die Welt einbricht, kein Rückzieher. Dann lieber jetzt. Weil an, nein, pass auf, ist mir egal, ob du zwei Minuten. Ich komme euch abholen, ich meine das ernst. Warte mal, ja. Süßigkeiten, ne? Ja. Mülltüte. Glaub's mir. Einnahmen spenden sowieso. Pass auf, die Geschichte ist, wir müssen also mit Kinderdings, will ich, weiß ich nicht, ob ich das mit Boxer. Das ist alles so, es ist gefährlich, weil die Jungs Beef machen werden, es werden Sachen geschnitten, es wird nur Hate laufen im Internet, wenn die Kids da gucken. Wir gucken, wir werden es auf jeden Fall spenden. Wir werden es auf jeden Fall, nochmal, auf jeden Fall komplett spenden. Bis auf die Kosten, die entstanden sind. Wichtig. Übernachtungen, dass die Jungs da was zu essen haben und so weiter. Köln ist optimal. Ja, Köln ist optimal, weil ich da einfach die besten Connections habe. Muss ich halt gucken. Wir müssen halt schauen. Das ist halt privat. Ja, das sind alles private Sachen. Und dann spätestens, dann weiß man, okay, Lachfleisch. Und dann ist es für mich. Glaub's mir. Einnahmen spenden sowieso. Pass auf, die Geschichte ist, wir müssen also mit Kinderdings, will ich, weiß ich nicht, ob ich das mit Boxer. Das ist alles so, es ist gefährlich, weil die Jungs Beef machen werden, es werden Sachen geschnitten, es wird nur Hate laufen im Internet, wenn die Kids da gucken. Wir gucken, wir werden es auf jeden Fall spenden, wir werden es auf jeden Fall, nochmal, auf jeden Fall komplett spenden, bis auf die Kosten, die entstanden sind, wichtig. Übernachtungen, dass die Jungs da was zu essen haben und so weiter. Köln ist optimal, ja, Köln ist optimal, weil ich da einfach die besten Connections habe. Muss ich halt gucken, wir müssen halt schauen, das ist halt privat, ja, das sind alles private Sachen und dann spätestens, dann weiß man, okay, Lachfleisch und dann ist es, für mich, ich muss gucken, wie ich das mache, so. Ich wette 100 Euro, dass Rainer nicht aufkreuzt. Ja, dann kannst du mir 100 Euro jetzt schon geben, habe ich schon Spritgeld. Nein, Leute, guck mal, das einzige Problem, was ich habe, ist Drache und Hans. Ihr beiden. Wenn wir annähernd irgendwas in die Richtung Plan machen, tun lassen, besprechen, gibt es, auch wenn die Welt einbricht, kein Rückzieher. Dann lieber jetzt. Lachfleisch? Nein, pass auf, ist mir egal, ob du zwei Minuten. Ich komme euch abholen, ich meine das ernst. Warte mal, ja. Süßigkeiten, ne? Ja. Mülltüte. Oh mein Gott, das Training beginnt! Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich meine ernst, Hans, du hast keine Chance. Wenn ich mich irgendwas wirklich verschreibe, bin ich da voll dabei. Boah. Ganz ehrlich, eigentlich. Plus, minus. Und du? Was wiegst du? 200? Wie groß bist du? Die wichtigste Frage ist ja, wie groß bist du? Bist du auch 1,90? Wenn du nicht keine 1,90 bist, ne? Sind wir schon mal gar nicht in der gleichen Gewichtsklasse. Das ist nämlich eigentlich die Sache beim Boxen, ne? Aber davon hast du vermutlich keine Ahnung. Größe, Gewicht, das ist beim Boxen unter anderem wichtig. Solange du nicht in meiner Gewichtsklasse bist, brauchst du eigentlich gar nicht antreten.
Das heißt, wenn du in einer geringeren Gewichtsklasse bist als ich. Und gut, wenn du in einer geringeren bist und gut trainiert bist, ist was anderes. Aber ich bezweifle, dass du das eine noch das andere bist. Naja. Plan von nichts eben. Ja, also man macht keine Behindertenwitze. Also ich bitte auch jetzt ganz kurz. Das Geile ist hier. Sorry. Das Geile ist hier. Sorry, Behinderte. Meine Eltern haben mir Anstand beigebracht. Ich schlage keine Behinderten, so wie dich. Alter, Anstand. Angenommen, ich wäre behindert. Wäre Anstand immer noch die Aussage, dass du das nicht irgendwie so erzählst? Denn das wäre Anstand. Du bist am Rumbeleidigen und was weiß ich alles. Und meine Augen, die hin und her flitzen. Im Gegensatz zu dir habe ich intelligente Augen. Vielleicht ein bisschen traurige, weil ich viel Scheiße in meinem Leben erfahren habe. Außerdem, wenn meine Augen hin und her flitzen, das nennt man Lesen. Etwas, wovon du keine Ahnung hast. Noch eine Sache. Wenn du am Boden liegst und ausgezählt bist, scheiße ich noch auf dich. Weil genau so verhältst du dich, wie ein Stück Scheiße. Es wird kein, der Unterschied wird keinem auffallen. Yeah. Ich denke, Drachenlord gewinnt. Dankeschön, Michael. Ich werde alles dafür tun, dass dein Vertrauen in mich nicht umsonst ist. Hans so. Hat Angst. Klar hat er Angst. Der zittert vor Angst. Das, was er hier gerade abzieht, diese ganzen Rumbeleidigungen. Ich wette, dass er den Schwanz anzieht. Macht er. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich ihn für einen Feigling halte, sondern ich sage das, weil das, was er gerade macht, diese Reaktionen, die er gerade hier an den Tag legt, einfach nur eins aussagen. Und zwar, Scheiße, wie komme ich aus der Nummer jetzt raus? Eigentlich bist du jetzt ganz knapp vor der Nummer, wo ich vorhin gesagt habe, dass ich absolut keine Lust auf Excel hätte. Aber tatsächlich ist mir deine Aussage, dein respektloses Verhalten, deine asoziale Verhaltensweisen, die du hier an den Tag legst, so zuwider. Ey, ohne Scheiß, ich glaube, ich habe selten so viel Wut für jemanden empfunden. Und das will echt was heißen. Wenn man bedenkt, was in meinem Leben schon alles schiefgelaufen ist und welche Menschen ich schon getroffen habe. Inklusive Affenkeks, inklusive Regenbogenschaf, inklusive Dorian und Imp zusammen. Und inklusive Excel und Tanzverbot. Oh. Wo ist eigentlich Regenbogenschaf? Gib den noch. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Was erlabert mit Angst? Angstreaktion, überdrehtes Lachen. Ist so Mr. Mint. Mr. Mint, okay. Ach Junge, Alter, ohne Scheiß. So. Jungs, ich will heute auf jeden Fall einen sauberen Kampf sehen. Bitte nicht unter... Okay. Ich schlage nicht an die Gürtellinie. Ist nicht mein Stil. Ich bin ein ehrenhafter Mensch. Okay, Jungs. Ehre und Respekt, also, ist mir wichtig. Wenn ihr Interesse habt, dann möchte ich auf jeden Fall, dass ihr mich anschreibt auf Insta. Auf Insta. Ich habe keinen Insta. Was hast du? Ich kann dich nur auf Skype anschreiben. Ich glaube, ich habe dich noch im Skype. Also du hast dann einen Skype mittlerweile. Nein, ich habe noch immer Lachflat, aber es gibt, ich glaube, mittlerweile 10 Lachflats oder so. Ja, ich musste dich theoretisch gesehen. Ich habe kein Facebook, ich habe kein Twitter, ich habe kein Instagram, ich habe nur YouNow und YouTube. Aber auf YouTube kann man mittlerweile auch keine Privatnachricht mehr schreiben. Aber wir hatten uns mal gefähnt, eigentlich. Also ich müsste dich eigentlich in meiner Liste von... Ich habe bloß kein Skype installiert, weil ich Skype nicht nutze seit Jahren. Aber ich kann dich mal auf Skype anschreiben. Das Problem ist, ich komme bei Skype nicht rein. Hast du nicht Discord? Ich habe Discord, aber wenn ich das jetzt sage, kann ich schlecht hergehen und sagen, ja, der Name. Weil dann geht jeder her und versucht mich zu adden und nervt mich wieder. Oder schmeißt mich wieder irgendwie. Du brauchst ja deinen Namen nicht zu sagen. Ich sag dir einfach meinen Namen. Weil bei mir kommt eh keiner rein, von daher uninteressant. Okay. So, oder ist da euch ein Problem, wenn mich da irgendwelche Affen hätten? Nee, ne?
Ich weiß nicht. Leute. Vermutlich keine gute Idee. So. So, ja, ich meine, ich will nur nicht genervt werden. Ich habe keine Zeit für sowas. Deswegen, Leute, gibt es ein Problem? Leute, gibt es ein Problem, wenn ich mein Insta jetzt sage? Ja oder nein? Nee, ne? Nein. Kommt drauf an, wie du eingestellt bist wahrscheinlich. Nee, ich habe sowieso gar keine Freunde. Also da, also auf Dings habe ich keine Freunde. So, Lachflat und dann Hashtag 6424. Oh Gott, wie wird das Lachflat geschrieben? Ah ja. L-A-C-H. Ja, ich habe schon gesehen. Und dann Ash, Ad? Ad, nicht Ad, Hashtag. Ja, meine ich ja. 6424. Ich habe nur Lachflat anders geschrieben. Ich glaube, so wird es wahrscheinlich auch nicht. Hat nicht funktioniert. Überprüf nochmal die Groß. Achso, wie ist denn deine Groß-Kleinschreibung? Nee, vergiss es, dann findest du mich nicht. Alles gut. Nee, die Groß-Kleinschreibung ist halt wichtig. Nee, über diesen Ad, über dieses Hashtag-Ding findet man mich nicht, oder was? Ich probiere es mal eben. Mach nur mal Hashtag 6424 rein. Ach, 3? 6424. Nix 3. Ach so. Nee. 6424. Keine Chance. Gut. Ich sag dir mal meine Handynummer, dann kannst du mich anrufen, okay? Wenn du das jetzt machst, dann haben wir alle deine Nummer, ne? Ja, war ein Joke. War auch nur ein Joke. Bestimmen wir bitte nochmal Lachflat. Ganz, ganz kurz. Lass bitte das Behindert aus deinen Sätzen raus. Da bitte ich dich jetzt drum, reicht. Okay? Danke. So. Bitte. Behindert bitte lass raus. Das ist jetzt so. Ist nicht schlimm, das ist nur Spaß und so, aber bitte ab jetzt Ruhe jetzt damit. Dankeschön, Wumbe. So, pro 1 Milliliter Blut bei Handspende 50 Cent ein Hospiz. Leute, übrigens eine andere Sache. Das muss schon auch von euch mitfinanziert werden, ne Jungs? Das ist schon klar, ist euer Spaß. Meine Zeit, ich bin der Gefickte, das ist euch eh klar. Ich hoffe, euch ist das allen klar. Hans, geh schlafen. Ich zahle gerne. Irgendwie muss es doch jetzt gehen hier. Dann ist die Sache durch. Wie kann man bezahlen? Memo, ich lasse mir was einfallen, Bro. Ich lasse mir was einfallen. Hast du deinen Teamspeak noch? Nee, ne? Doch, den Teamspeak habe ich auch noch. Aber ich komme auch nicht rein. Scheiße, Mann. Kümmere ich mich gar nicht um. Du kommst in deinen Teamspeak nicht rein. Ja, warte mal. Ich guck mal, ob ich da reinkomme. Also in deinen Teamspeak solltest du schon reinkommen. Ja, Bro, guck mal, ich habe 1 Milliarde Probleme und ich habe einfach wenig Leute, die mir helfen. Es gibt viele Leute, die sich Mühe geben, aber die können diese ganzen technischen Sachen nicht. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Discord einrichten, das einrichten, dies einrichten, da auf die Plattform. Ja, ich habe das Glück gehabt, dass mir ein Kumpel geholfen hat bei dem Zeug. Ja, ich habe ja mittlerweile keinen eigenen. Ich habe mir geholfen, nur, aber wie gesagt, ich habe einfach, Teamspeak. Du kannst doch deinen Namen kopieren in Discord. Nimm mal den und schmeiß den in den Chat, dann kopiere ich ihn raus, dann muss es auf jeden Fall gehen. Vielleicht hast du ein I oder ein L irgendwie vertauscht, dass es geht. Was meinst du? Du hast doch deinen Namen, Lachflat, Hashtag. Ich werde anders geschrieben, Dicker. Das Dumme ist, ich möchte nicht das, ja. Die geschriebene so. Variante reinschreiben. Das ist anders. So. Das ist mit Linksbuchstaben geschrieben. Naja. Komm, scheiß drauf. Warte. Er soll sich einfach Insta, mach dir doch einen Tag Insta, dann schreibst du mir das da. Was ist denn das Problem? Lad dir Insta runter, Lachflat, ist ja klar, Buchstaben bin und dann kommst du einfach und gibst das raus. Hier. Ach so, wenn ich dir jetzt meinen reinschreibe, dann schreiben mich Tausende an.
Ja, darum sage ich ja, mach dir Instagram und dann schreib mich einfach an, schreibst mir deinen Namen von Discord, add ich dich. Punkt, Ende aus Mickey Mouse. Nee, er hat ja kein Twitter mehr. Rache. Das nervt mich gerade. Welchen Link? Cool. Der kommt nicht durch, Digga. Ich sag ihm doch bitte, er soll den Link im Chat kopieren. Du kannst übrigens meinen Link kopieren, hier. Kannst meinen Instagram-Link kopieren? Kann er mir dann schreiben? Nee, ne? Sagt die Summe, Mike sagt die Summe, ich leg aus. Nein, Bro, es geht gar nicht darum, dass einzelne Leute, dass das ausgelegt wird. Es geht darum, guck mal, wenn jemand, was du, wenn jeder 5 Euro spendet von 150 Leuten, denke ich mir, sind wir da. Wenn wir 1000 Euro haben, dann kriegen wir die Übernachtung, kriegen wir die Fahrt von den Jungs bezahlt, plus nochmal. Ja, wir brauchen schon mehr, Digga, nee, nee, wir brauchen schon mehr. Ich will das ja schon so mit einem Speaker haben und so weiter. Es wird schon ein bisschen mehr wahrscheinlich kosten. Ich muss ja eh gucken, kalkulieren. Ich habe natürlich auch Freunde etc. Ich darf das, Mach ich muss. schnell. Schau mal in den Chat. Schick mir eine Anfrage. So schnell können die jetzt sicher keinen Namen machen mit Lachflat oder irgendwas. Dann sehe ich dich ja, dann nehme ich dich an, den Rest schmeiße ich raus und dann blockiere ich alles. Ich habe sowieso eigentlich alles auf blockiert. Raus. Finde ich nicht. Ich weiß nicht, wie das wie Mitgliederliste. Du hast doch oben unter Freunde Freund hinzufügen. Oben. Ist so ein blaues Feld. Warte. Wo habe ich das? Du hast ganz links oben das blaue Discord-Symbol. Ja. Da. Ja, okay, ja, Freund Genau. hinzufügen habe ich hier. Ah ja, sehr gut. Banatikis macht das Nummerngirl. Okay, gut. Nummerngirl, Leute, wenn wir Leute haben, die da freiwillig was machen wollen, kein Problem. Laflet, du brauchst Kohle, um es zu organisieren. Sag mir die Summe, ich lege es aus und nach dem Kassensturz gibst du mir sie wieder. Mike, das ist übrigens nett. Das ist nett. Schreib mich bitte auf Instagram an. Wenn das so ist, ist das cool. Ich würde es Benedikt ist gerne. eine Haterin. Bitte? Benedikt ist übrigens eine Haterin. Ja, das ist ja nicht schlimm. Also vor Ort, dazu, Rainer, vor Ort kann auch kommen, wer nochmal, wer will. Die Sache ist vorne, vor Ort ist so eher als geregelt. So, da passiert sowieso nichts. Nur das Einzige, was ich einfach so sage, ist, was ich meine, ist so. Dass da jetzt die Problematik ist, wie richten wir das ein? Ich denke mir, ich werde mir so ein Account machen. Ich würde auch sagen, ich mache das. Ich will das ja nicht, dass das ein anderer macht. Ja, wo dann die Einnahmen reingehen. Ja, wo man spenden kann über Leech oder irgendwie sowas. Und wenn natürlich große Summen kommen, das wird dann halt gefährlich, weil ich möchte nicht irgendwie nachher Palaver haben. So, dann haben wir jeder 5 Euro, jeder 20 Euro, tralala. Dann macht jeder von uns nochmal einen Stream. Von uns als Beispiel, wo wir auch noch mal ein bisschen Einnahmen haben, dann tun wir das auch noch mal zusammenschmeißen. Oder für euer zum Beispiel eure Fahrt, ja, wo ihr Übernachtung und so, sie könnt ihr dann selber buchen. Ja, ich denke mir, ich brauche 1000 Euro, dann kriege ich was organisiert in der Halle von jemandem und so weiter, wo wir dann in eine Sport, also ich weiß auch schon, in welche Halle wir reinkommen und so weiter. Problem ist halt nur, das sind alles Freunde. Und da muss ich halt gucken, wie ich das mache, dass die halt nicht wissen. Patreon zum Beispiel, Katastrophe. Ja, Patreon ist ja das Gängigste, was ich sage. Ich helfe freiwillig beim Aufbau und bin Handwerker. Domi, danke schön. Lel. Irene aus Berlin als Nummerngirl. Irene aus Berlin, okay. Wäre so geil, wenn Bendik mit ihrem Freund kommt, um Rainer beim aus den Augen schwitzen zu sehen.
So, wenn das sicher ist für eine gute Sache, spende ich gerne 50 Euro, kein Thema. Wenn dann vor Ort, wann das sein soll. Leute, also dass wir uns verstehen. Die ersten Spenden, die wir gesamt sammeln, ich weiß ja nicht, wie viel reingehen, vielleicht geht ja wirklich viel rein, werden wir dafür nutzen, auf Low Budget, aber trotzdem professionell eine Veranstaltung auf die Beine zu kriegen, okay? Eine Veranstaltung, wo der Drache da ist, plus zwei Leute, irgendwie Freunde oder ne, so, dass du mit irgendwie Leuten da bist, ja, plus nochmal irgendwie Hans mit zwei Leuten. Und dann werden wir natürlich da Punktrichter, wir werden da das gesamte Ringzeug und so, alles Mögliche versuchen zu holen. Ich muss den Leuten was geben. Leute, ich kann mir das einpacken. Wer ist da wer? So, dann will ich auch nochmal Nummerngirl haben und so weiter. Also ich soll schon, und dieses erste Geld, was wir haben, nutzen wir dafür. Vor Ort bei der Live-Show wird natürlich getippt und es wird ein wohltätiger Zweck sein. Wir werden für irgendwas, mit irgendwas was ausmachen, irgendeine Stiftung oder irgendwas, wo es um Kranke geht oder sowas, da werden wir hinspenden, okay? So. Und Fakt ist, alles was über die Spenden, die am Anfang schon drüber hinaus, wenn wir da jetzt sag ich mal viel Geld haben und damit nochmal zusätzlich, wird alles weggespendet, Punkt. Alles. Weil wir müssen auch vor Ort Sanitäter haben. Das kostet alles Geld, Leute. Securities auf den Fall, Grund der Fall der Fälle. Ja. Was geht auch eine behaarte Lachfläche. Ja, Problem bei Nummerngirl, bei den beiden, ich schwöre, die sind so unkoordiniert. Einer von denen haut einem eine und dann ist eh vorbei, glaube ich. Also ich habe so den Eindruck. So, aber wir gucken mal. Ja, wir werden, wie viele Runden? Hast du ja eine Ahnung von mir. Aber mal, die Jungs können ja nicht viel. Also es wird wahrscheinlich nicht eher mehr als drei Runden gehen. Also wie ich Ich würde gerne fünf Runden sagen, aber es wird wahrscheinlich, wenn es Amateurboxen drei Runden reicht. Die sind doch tot, Alter. Was für fünf Runden? Drei Runden reichen. So, ich brauche keinen Schlafplatz, habe mein Bett hier in Köln, vermiete dann Zimmer für 500 Euro. Okay. Ja, das ist auch schon jetzt hast du mir aber ein gutes Stoff geliefert für meine neuen Videos auf meinem Hauptkanal. Also, das ist schon mal gut, Leute. Hans, Leute, seht es ein bisschen als Chance, dass ihr da ein bisschen Content auch produzieren könnt darüber, ja, dass ihr Content da gestalten könnt, ja, wo ihr mal ein bisschen Gas gebt, wo ihr ein bisschen Links macht. Es geht auch gar nicht darum, dass ihr euch hasst. Wenn das zu läppisch wird, kriegt ihr Ärger mit mir. Ist mir egal, ob ihr zwei Meter seid. Leute, übertreibt eure Lage einfach nicht. Wir haben hier ein Dings, wir machen ein bisschen Showbusiness, wir machen auch einen Boxkampf, super, ich finde das auch geil, aber übertreibt eure Lage nicht. Keiner hasst keinen, Punkt. Es wird gefightet. Warst du eigentlich ein Unfall oder gewollt, lieber Rainer? Laut meiner Mutter war ich gewollt. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Woher soll ich das auch wissen? Kann man sich nicht mehr auf den Kampf konzentrieren. Ja, Memo, die laufen ja nicht auch während die kämpfen da die ganze Zeit rum, Bruder. Ja, die laufen nur vorne rum, ja. Boah. Außerdem, Nummerngirl ist mir. Ich flank die sowieso. So, nein, Spaß. So, Hans ist nach China geflohen. Benetic Nummerngirl. Okay, ich weiß nicht, wer das ist. Benetic, schreib mir bitte, dann bist du Nummerngirl. Aber nicht mit dem Fight. Moin, moin, was geht? Sixpack Bier, wir haben den Fight des Jahrhunderts. Den Fight des Jahrhunderts. Ehrengast ist Kuli TV übrigens. Wir werden ein paar VIP-Gäste da haben. Ehrengast ist Kuli TV. So, wie gibt es jetzt noch einen Boxkampf? Ja, Mann, Mr. X, Alter. Ja, ja. Naja, wenn er unbedingt so Maul-Jucken hat und rumbeldigen muss die ganze Zeit und keinerlei Stil hat, dann muss ich ihm eben mal Manieren und Stil beibringen. Dann zeige ich ihm aus der Unterschicht mal, also ich aus der Unterschicht mal, dass die Oberschicht gar nicht so oberschichtlich ist. Oberschichtig. Jungs, das Ding steht. Wenn einer einen Rückzieher macht, schau euch ein blaues Auge, ich meine das ernst. Leute, ich hab da kein, ich hab Hans und Schau ich für dich aus, als ob ich Spaß mache. Ich meine, das verdammt. Nein, aber ja, ich habe ja schon Stories gehört. Ich habe keinen Bock, dass ihr mir da. Ich organisiere etwas, wo andere Menschen dranhängen, Leute. Wo Geld reingepumpt wird. Habe ich gar keinen Bock drauf. Echt nicht. Leute, wenn nicht, ich habe so viele Leute bellen gehört. So viele Leute, ich kann das, ich helfe dir da, ich mache das. So viele Leute bellen. Leute, ohne Scheiß, da werde ich sauer, weil das ist echt Zeit, was ich da rein investiere. Noch hat Hans nicht zugesagt, schreibt hier gerade Chris. Wer hat nicht zugesagt? Hans. Wo hast du Style? Das Einzige, was du hast, ist eine Behinderung. Hör mal, Hans, ohne Scheiß, ey. Der kann es nicht lassen. Der muss nur rumbeleidigen. Nein, das Dumme ist, Digga, ich sagte, pass auf, ich wiederhole mich nicht gern. Das habe ich dir schon mal gesagt, Hans. Lass diese Behinderung weg, okay? Behindert brauchst du nicht bringen, die Sprüche. Töbe. Ich meine, es ist ja jetzt nicht, dass er gegen Behinderte schimpft, aber ich mag das Wort auch nicht.
So, Juna und Deutsch. Das ist keine Beleidigung. Das ist hey, Sixpack, was geht? Definitiv. Wir hauen ja alles auseinander jetzt hier. Dach, du drängelst den Leuten deine Idee brutal auf. Ja, so bin ich. Der drängelt mir überhaupt nichts auf. Ich habe ursprünglich gesagt, ich bin dabei bei einem, was auch immer, okay, aber nicht bei einem Fight. Und nachdem der gute, jetzt habe ich den Namen vergessen, der Hans, so eine lachhafte Nummer hier abschiebt und hier total auf Psychoterror schiebt mit seinem, oh, du bist voll Assi und was weiß ich alles, letzten Endes selber aber nur auf die Kette kriegt. Ganz ehrlich. Kleiner Spoiler, Rainer wird nicht aufkreuzen. Oha. Der Mike. Oha. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wenn ich nicht aufkreuzen werde. Noch haben wir jetzt keinen Tag und keinen Termin, aber kannst du mich jetzt anschreiben, Johnny? Ja, ich hab schon. Ich bin eigentlich fast immer online. Ich kann aber sein, dass ich nicht immer gleich antworte, weil ich ja aufnehmen, du aufnehmen bei. Drache zieht. Boah, ich bin so müde. Drache zieht durch. Ich glaube auch, dass er durchzieht. Die Frage ist nur, ob alle so mit dabei sind. Also geil wäre, also ich denke, man würde auf 300 Zuschauer kommen. Wenn es richtig abgeht, würde ich sagen 800 bis 1000. Mindestens. ungefähr 800 waren am Schanzenfest hier. Niemals. Das ist meine Schätzung. Beim Schanzenfest waren noch nicht 800 Leute. Da waren da 800 Leute. Angeblich. Das ist, da gehen die Meinungen auseinander. Ein paar sagen, es waren 300, ein paar sagen, es waren 500, ein paar sagen, es waren 700, ein paar sagen, es waren 800. Ja, ich würde sagen 300. Sicherheitsrechnung, 300. 300 Mal. Den ganzen Tag über kann 500 bis 800 schon hinkommen. 1000 kommen locker. Sagen wir mal 500. So, was macht man die Karte? Wie viel wäre man bereit? Die meisten sehen ja aus, als ob sie noch nie in ihrem Leben gearbeitet haben. Wenn ich mir die Videos angeguckt habe, da waren ja wirklich Leute, wo ich dachte, Alter, krass, wahrscheinlich noch, ey. Jetzt weißt du, was immer bei mir vor der Tür steht. Nein, Drache, ohne Scheiß, hör mir zu. Ein paar sahen aus, als ob sie es noch nicht mal packen zum Arbeitsamt, Alter, um dich rauszuholen. Ja. Solche Leute stehen bei mir ständig vor der Tür. Ich weiß das. Wie viel Geld würdet ihr zahlen für eine Karte? 12 Euro hier. Boah, 12 Euro ist. Du kriegst noch nicht mal ein Big Mac-Menü, Alter. Maxi mit so einem Zusatzburger für 12. Also die meisten Sachen an Karten, die ich kenne, kosten zwischen 20 und 50 Euro. Also es kommt natürlich aufs Event an. 20. Bloodyline, ja. 20 würde ich auch. Lovelet, 1000 kommen locker. Alleine tanzen würde mit Fans kommen. Das kann natürlich auch gut sein, dass es auch andere große YouTuber, also was heißt große YouTuber, es kann doch schon sein, dass Tanzverbot und Excel auftauchen, weil sie lachen wollen, wie ich auf die Fresse kriege. Oder lachen wollen, das Video landet hier ja sowieso auf YouTube. Und ich würde darauf wetten, dass auch Lachflat. Nein, sag meinen Namen, ich sag nicht, sag, hier, sag, der Dings. Moment. Achso. Nein. Sag, Jedenfalls würde es ja sowieso auf YouTube landen. Und mich würde mal interessieren, deswegen hier die Frage direkt mal an Excel bzw. an Tanzverbot. Was glaubt ihr? Welcher von den beiden Dicken hat bessere Chancen? Das würde mich mal interessieren. Und falls sie das wirklich gemacht haben und darauf reagiert haben und gesagt haben, tut mir mal bitte den Gefallen und schreibt das irgendwo bei mir in die Kommentare, wo ihr sagt, dass ich. Wo ihr mir eben sagt, dass es eben da und da ist, und dann kann ich mir das mal anschauen. Würde mich nämlich interessieren. Laut Bericht 600 bis 800 zu was Besucher beim Schanzenfest laut Polizei. Ja. Leute, hört mir mal zu. Die Geschichte ist, wir machen, meine Meinung oder meine Geschichte wäre gewesen, erstens, die Leute sind scheiße drauf. Und da muss Sicherheitspersonal hin, ja, was aber auch sofort ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, repräsentativ ist. Okay? Und das Problem ist, ja, es wird wahrscheinlich zu Auseinandersetzungen kommen. Da wird irgendein Halbschnacker zu viel getrunken haben, dann ziehen die den da raus. Ja, und dann ist schon mal diese ganze Atmosphäre kacke. Es macht einfach ein Negativ-Image, weißt du? Das ist das Problem. Ach, Hans.
Hans muss mal wieder seine nicht vorhandenen Eier hier reinhängen und wieder mal auf Möchtegern große Eier machen. Dann kommen für dich halt 3000 und weiter. Deswegen kriegst du trotzdem auf die Schnauze für die Sachen, die du gesagt hast. Die 3000 können dir auch nicht helfen, weil im Ring stehst nur du und ich. Also ich glaube auch nicht, dass... ich glaube nicht, dass 3000 für dich kommen werden. Also ich überlege ja, Leute, hört mir mal bitte auch zu, ich meine das ernst, ich überlege ja wirklich am meisten Profit dafür rauszukriegen. Also Profit wirklich im Sinne von dieser Geschichte, wo wir es hinspenden. So. Es wird aber viel zu heftig werden, wenn dann plötzlich so ein Tanzverbot was ansagt, da hast du super viele Kinder und so. Dann hast du das Problem mit der, du wirst mit der Polizei Ärger bekommen, du wirst Feuerwehr vor Ort haben müssen, du musst das, dies, jenes, Richtlinien, dann werden sie dich ficken. Ja, du wirst eh jede Menge Sicherheitspersonal zusätzlich dazu holen müssen, überhaupt kein Problem, aber alles Kostenfaktoren. Ja, und Promo ist auch nicht verboten. Promo, Sixpack, das wird wie ein Lauffeuer gehen, wenn die beiden sich kloppen, glaubet mir. Wie ein Lauffeuer gehen. Mindestens. Adlersen ist Ehrengast. Der ist geil, der Typ. Der ist geil. Adlersen ist cooler Typ, der kommt als Ehrengast. Adlersen ist ein Stück Scheiße. Hallo, okay. Hallo. Leute, ganz kurz, ihr denkt alle nicht nach. Ich weiß, ihr habt alle einen persönlichen Disput. Es geht hier nicht darum, dass ihr über einen Juno pacht. Ich habe keinen Disput mit ihm. Er war bei mir am Schanzenfest. Und deswegen ist er für mich einfach Abschaum. Ja, vielleicht wollte er dich nur besuchen. Das wollte mich keiner einfach besuchen, schon gleich gar nicht. Also wenn ich da gewesen wäre, hätte ich dich besuchen wollen. Ja, du bist aber auch ein bisschen was anderes. Erstens mal kennen wir uns, Adlersson kenne ich nicht. Und zweitens kommt dazu außerdem, dass du mit Sicherheit nicht am Schanzenfest gekommen wärst. Vor allem dann nicht, wenn du mitkriegst, dass da ein Versammlungsverbot ist. Ich sag, ich gehöre zur Familie. Hallo, ich fütter den Drachen. Ich fütter den Drachen, ich heiße Igor. Ja. Igor von der Flat. Nee, von der Flat. Werf den Speck hier raus. Ich muss eigentlich sowieso offline. Sag mal, wie ist denn meine Qualität bei dir im Stream? Boah, die ist HD. HD Plus. Nee, ohne Spaß. Du siehst geil aus. Hä? Moment. Spinne ich gerade, Alter? Ja. Ich glaube ja. Also nicht nur gerade, aber du spinnst auch so. Nee, ohne Scheiß. Ich bin noch am Hochladen. Top. Hä? Ohne Spaß. Ich bin am Hochladen, während ich hier gerade mit dir quatsch die ganze Zeit schon. Der Fuck? Das kann doch gar nicht sein. Nee, ohne Scheiß, das hat jetzt 39% in der Zeit, wo wir quatschen, hochgeladen. Ja. Du nutzt etwa mein Internet, du Penner. Voll. Nee, ohne Spaß, das ist eigentlich unmöglich. Bei mir im Stream geht's nicht, wenn ich nicht streame. Und bei dir geht's, wenn ich streame, wenn ich hochlade. Kapier ich nicht. Hä? Okay. Bist so verknackt. Rainer ist unterwältigt. Morgens um 6 Uhr an einem Donnerstag läuft es immer besser. Immer, ich kack ab, wir haben 6 Uhr, Alter. Ich bin richtig durch. Ihr seid richtig. Aber das ist ja auch echt ein krasser. Ey, der war krass. Ey, der Streber krass. Der war krass. Der war richtig krass. Man kann überwältigt sein und man kann unterwältigt sein. Aber kann man auch nur wältigt sein? Bitte? Das ist ein Spruch aus einem meiner Lieblingsfilme. Man kann überwältigt sein, man kann unterwältigt sein. Aber kann man auch nur wältigt sein? Man kann nur auch ein Rettich sein, ja. Wältig. Also wältig. Also ein Rettich kann man auch sein. Du kannst aber auch ein Rettich anal, rektal analysieren, oder? Nee, nicht wirklich. Ja, immer, dieses Ding scheint ja ein monströses Ding gewesen zu sein, was du dir da weggestopft hast. Ja, schon, aber es ist trotzdem kein Rettich. Boah, leck.
Rettichlord. Dankeschön, jetzt hast du mir wieder Munition geliefert. Ich schwöre, warum nennen die dich nicht Dildolord? Ich schwöre, du hast... Ey, die Leute können... Hör auf, die auf Ideen zu bringen, verflucht! Dildolord. Hashtag Dildolord gegen Hans Entertainment Lord. Nein, nein, Hashtag der Dildolord. Verdient gar kein, der verdient gar keinen Lord in seinem Namen. Dildolord. Oh mein Gott. Du, ich muss jetzt auch mal langsam... Ich werde jetzt wieder mal... Ich habe jetzt ein bisschen hochladen können, während ich jetzt noch hier bin, zum Glück. Aber ich denke, ich werde jetzt trotzdem... Ohne Scheiß, Alter. Wie ist das möglich gerade? Drache, wir werden am Wochenende übrigens über das Thema reden. Okay? Mhm. Und bis dahin könnt ihr euch ein bisschen was überlegen, ob ihr kleine Eier nachher bekommt, weil ihr werdet schon boxen, Jungs. Ich habe kein Problem damit. Wie gesagt, ich halte mich normalerweise von... Leute, das Schlimmste, was passiert, ihr habt irgendwie ein, zwei Schürf, ihr habt da blaues Auge oder sowas, oder vielleicht kriegt ihr hier einen auf die Nase. Und dann kommt ich gehe von einer Platzwunde im Gesicht aus, wenn er richtig trifft. Na, so ein Jab habt ihr einfach nicht. Damit meine ich, dass ich davon auch ausgehe. Also ja, ich gehe schon davon aus, dass ich irgendwas haben werde hinterher. Wenn er richtig trifft, wohlgemerkt. Für den Fan, Digga. So. Und alle Leute, die das hier mitbekommen haben, checkt auf jeden Fall immer wieder mal den Lord ab. Der Lord wird euch auf dem Laufenden halten. Bitte nicht bei mir abfacken und Kopfschmerzen machen, wenn es geht. Ja, ihr könnt ruhig beim Lord bleiben. Ich werde ein paar Trainingsvideos auf meinem Hauptkanal machen. Gut, kannst du machen. Drache, guck mal. Dicker, du musst deinen Arsch bewegen, Junge. Du musst einfach deinen Arsch bewegen. Du musst einfach mal eigentlich mal aufstehen und guck mal, ist wieder ein Impuls, wo du was machen kannst. Genauso wie du, Hans. Guck mal, es gibt so viele Leute, die euch beide coachen würden, auch ernährungstechnisch. Dieser Max zum Beispiel, den du geblockt hast, der sagt, der hat mich verwechselt. Der könnte euch zum Beispiel ernährungstechnisch, trainingstechnisch coachen. Ja, und so weiter. Ihr habt so viele Optionen in die Richtung. Ja, und mach doch mal was draus. Das Einzige, was ich wirklich bräuchte, wäre... Trainer für die Schläge. Damit habe ich nämlich keine Erfahrung. Wie gesagt, ich habe nie Boxen gemacht. Kümmere ich mich drum. Weil mit Ernährung und so weiter, wie gesagt, bei mir ist die Bewegung hauptsächlich, die fehlt. Hans, ich habe so wirklich den Eindruck... Na, der scheiß Süßklammer, den habe ich ja weggeworfen. Ich habe wirklich den Eindruck, also du redest, den packe ich auch so und so, ihr seid alle zu viel am Klappern, Jungs. Ja, glaubt mir, ihr werdet noch nicht mal 30 Sekunden nach 5 Punches, die ihr gemacht habt, werdet ihr nur noch wahrscheinlich da im Kreis gehen, so wie ich euch kenne. So, oder wie ich das einschätze. Weil es ist nicht leicht, 2 Minuten zu boxen oder 3 Minuten zu boxen. Ja, ja. Aber gut. Das Einzige, was ich jetzt wirklich machen muss, ist wieder abnehmen. Dass ich wieder am besten auf das Gewicht komme, was ich vor 2 Jahren hatte. Das werde ich vermutlich nicht schaffen. Es kommt jetzt darauf an, wie lange ich Zeit habe. Ich denke, 2 Monate. Vorher schaffe ich das selber nicht. Ich muss ja selber noch gucken. Ich habe jede Menge Sachen momentan. Ja. Und also in 2 Monaten, 3 Monaten dürfte ich auch mein Auto wieder haben. Das heißt, es fällt mir auch leicht, nach Köln zu fahren, wenn wir es dann wirklich in Köln machen wollen oder so. Oder auch woanders hin generell. Und hast du ein Auto mit dir besorgst? Ich besorge mir im Moment ein Auto, ja. Ich habe momentan kein Auto. Ja, das hat ja nichts mit... Das ist einer der Gründe, warum ich momentan so zunehme, weil ich schon gar nicht mehr aus dem Haus komme. Weil ich normalerweise gehe Schwimmbad, Sauna und alles, aber das kann ich im Moment alles nicht machen, weil ich kein Auto habe. Und ich spare momentan für ein Auto. Und wenn ich ein Auto wieder habe, dann bin ich auch wieder viel mehr im Schwimmbad und im Sauna und alles. Dann geht es sowieso wieder von alleine, dass ich ein wenig abnehme. Weil ich habe so ein Standardgewicht von ungefähr 160, 150 Kilo, aber das kann ich nicht erreichen im Moment. Also das ist wenn ich gar nichts mache, mein normales Gewicht, weil ich halt zu viel Sauna und Schwimmbad gehe. Aber das habe ich halt im Moment nicht, weil ich halt kein Auto habe. Blaue WC Fresh Sterne. Was ist Steine? Leute, Rainer nimmt zu viel zu, weil er kein Auto hat. Ich nehme zu viel zu, weil ich kein Auto habe, um in die Sauna zu fahren. Oder ins Schwimmbad. Wo ich mich normalerweise viel bewege. Wenn ich im Schwimmbad bin, schwimme ich vor meine 20 Bahnen. Ist kein Scherz. Meine 20 Bahnen und dann noch ein bisschen in der Sauna abchillen, geht das Wasser zurück. Aber ich habe halt kein Auto. Weil das nächste Schwimmbad, also das ist ein Hallenbad, da gehe ich jedes Jahr da gehe ich das ganze Jahr über hin.
Und das ist in, das ist halt hier Kilometer entfernt, mindestens 30, 35. Da komme ich mit dem Auto nicht hin. Und Bus und Zug fährt hier nicht. Und dahin sowieso nicht. Da müsste ich erst auf Nürnberg und dann von Nürnberg aus woanders hinfahren. Weil in die Richtung fährt kein Zug. Warum eigentlich? Das habe ich nicht verstanden. Wow, Tina. Okay, so, Jungs. Wir werden am Wochenende nochmal drüber reden. Lass das Thema mal sacken. Ja, man ist immer mal euphorisch und yeah! Ich hatte das Ding schon mal sowieso geplant für Hans und Tanzverbot. Tanzverbot ich gehört Tanzverbot. Vor einem Jahr. Okay. Vor einem Jahr. Oder vor anderthalb sogar. Da wollte ich das machen. Ich habe auch, glaube ich, ein Tanzverbot. Wir haben geschrieben. Irgendwie mal hin und her. Und dann hat er mir irgendwie, ja, dann sag hier, ich sag, pass auf, wir müssen telefonieren. Dann sag, schreib mir, worum es geht. Da habe ich mir gedacht, Alter, ich habe ihm geschrieben, pass auf, wir müssen mal über eine wichtige Sache telefonieren, irgendwie so. Und da habe ich mir gedacht, weißt du, was, leck mir am Arsch. Weil im Endeffekt hätte es ihm, Tanzverbot ist zu klein. Geht, der soll nicht so klein sein. Tanzverbot ist im Moment, wäre im Moment der Größte hier im Raum auf jeden Fall. Also auch mit Excel und mit, wie heißt der, Hans? Der hat 500.000 oder so. Der hat 500.000, 800.000 Abonnenten und sowas. Was hat denn der aktuell? Ist doch uninteressant. Komm, pass auf, Leute, ganz kurz. Drache, deine Ansage steht. Ich hole noch mal kurz Hans rein. Hans, bitte nicht beleidigen. Ohne Scheiß, ich habe Kopfschmerzen. Ohne Scheiß, ich bin auch 816.000. Sauer. 816.000. Keine behinderten Gespräche, gar nicht. Ich will sowas nicht hören. So, ihr wisst jetzt Bescheid, Leute. Ihr könnt ja auch mal untereinander reden. Wer mich da ein bisschen unterstützen will, bitte ich drum. Weil, Leute, ich habe wenig Zeit. Es soll ein wohltätiger Dings dahinter stecken. Es soll irgendwo das Geld schön gespendet werden. Vielleicht an eine Stiftung oder so. Weil ich will nicht da mit Kindern und so. Ich will zwar mit Kindern. Machen wir irgendwann ein anderes Event. Weil die Jungs einfach zu negativ. Da habe ich keinen Bock drauf. Klar, vielleicht willst du wirklich eine Halle mieten für einen 20-Minuten-Kampf. Castaldo, das werden wir alles planen. Es geht darum, wenn, werde ich ein Studio nehmen von einem Freund oder so. Okay? Ein Freund stellt mir sein Studio, der sagt einfach, Bro, pass auf, kein Thema, Samstag haben wir nichts. Ja, ich lasse das Training ausfallen. Ja, benutze das Ding. Dann wird er mir ein paar Leute stellen. Fälle Sau, kommt nicht. Welche Fälle Sau? Die meinen mich. Hör auf, mich zu beleidigen, du Penner. Okay? Jungs. Ich kann helfen, wenn ihr könnt. Dada, Dumpfbacke. Bro, schreibt mir, wie gesagt, Leute, ich liege euch auch nicht, ich bin auch keiner der Sachen raus. Ich schwöre euch, ich habe von so vielen Hatern die Namen, Adressen, tralala hin und her, weil ich habe ein paar Sachen recherchiert, weil ein paar mir auf den Sack gehen wollten. Ja, ich habe so viel, ich schwöre euch, ich weiß sogar, wer von euch in Prozessen drin ist. Ich weiß das alles. Ist auch wurscht. Ich bin ein lieber Kerl, bei mir ist alles Ehre, solange man mit mir ehrenvoll umgeht, ist alles gut. So. Kannst du nicht bei mir ist normalerweise auch so. Übel einen im Tee, aber hoffe ich bekomme es auf Twitter mit. Sixpack Bier, komm einfach vorbei, guck mein Instagram, Leute, auf Instagram werde ich bestimmt auch posten. Lachfett wird nun so umgetauft zu Lachfett. Sag dir, hey, gleich knall dir. Laber doch nicht, du hast gar nichts. Also, wie gesagt, ich bin jetzt raus. Ich bin auf jeden Fall mit dabei. Also, ich bin nicht raus im Sinne von raus, sondern ich bin dabei. Aber ich werde jetzt mal offline gehen, weil ich muss, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen was machen. Ich werde jetzt selber noch ein Video auf meinem Hauptkanal hochladen. Diesbezüglich. Und ja, wie gesagt, ich werde schauen, ich werde mir jetzt überlegen, wie ich das mache, trainingstechnisch auch. Ich werde mir einen kleinen Trainingsplan zusammenstellen. Und dann schaue ich mal, ob ich zumindest halbwegs wieder in die Form komme, in der ich vor 2 Jahren oder was war. Weil wenn ich in der Form bin... Gut, Jungs. Eine Sache sage ich euch, ein Versprechen kann ich euch beiden Dickies mal geben. Geht mal nicht. Ich werde euch auch ein bisschen helfen, aber ich möchte, dass es ein paar Tage sagt, weil wenn wir morgen sofort labern oder übermorgen, wenn Zeit ist, ist es alles zu frisch, ihr seid zu euphorisch, 3 Tage später habt ihr keinen Bock mehr. Am Wochenende werden wir uns unterhalten, ich habe am Wochenende eigentlich gar keine Zeit, aber morgens, ganz morgens früh, irgendwie Sonntagmorgens oder so, ja, bevor ich zum Brunch fahre mit meinen Eltern oder mit meinen Eltern brunche, werden wir mal telefonieren und dann werden wir mal drüber sprechen. Und ich helfe euch auf jeden Fall auch ein bisschen, was so Training angeht, weil da müsst ihr echt aufpassen, weil ihr habt einfach zu viel Gewicht. Ja, ihr seid motiviert und fickt eure ganzen, ja, Gelenke und alles am Arsch. Deswegen sage ich ja, Schwimmbad ist normalerweise meine Standardsituation, wie ich normalerweise mein Gewicht auf ungefähr 150 halte.
Boah, ich habe Käse wecken. Oh, richtiger Deutscher, Alter. Richtiger Deutscher haben wir noch im Imbiss-Fan Bodensee, Alter. Der sagt so schön Leberkäse wecken. Alter, das, Alter, um die Uhrzeit. Bei uns hast du das LKW. Bei uns hast du das LKW. LKW mit ABS. Bei euch bist du der LKW, Alter. Markus, was geht? LKW mit ABS ist mit Senf. Wohl mal wieder bislang gespannt. Boah, Alter. Zu viel. So, Dache, schönen Abend dir, mach's gut. Ja, dir auch. Leute, das war er, der Mann, der die Herausforderung angenommen hat. Drachenlord, alias der Drachentöter. Der Mann, der einmal zuschlägt, der einmal zuschlägt und zweimal umfallen lässt. Ciao.